Ah, wir sind zu sehen. Ha, 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 ha. Da freue ich mich. Hallo. Puh, jetzt guten bin Abend. Ich sehr erleichtert, denn gerade eben vorhin machte etwas hier im Raum sehr laut Klick. Und wenn etwas Klick macht, dann habe ich immer Sorge, dass diese Spiegelreflexkamera ist, die sich manchmal, zumindest heute zum ersten Mal, einfach ausschaltet. Bei uns sind das dann immer die Katzen, wenn es Krick macht. Genau, dann ist auch meist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, genau. Machen die nicht Miau? Auch, das okay. Auch. Das auch. Es mag vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer oder der Zuschauerin befremdlich erscheinen, dass meine Frau so ein bisschen aussieht, als würde sie weiter hinten am Kindertisch sitzen. Ich finde das auch sehr befremdlich. Ja. Warum sieht es plötzlich so aus? Das sieht so aus, weil der Alexander weiter vorne sitzt, weil das so ist. Ich habe den ganzen Tag das vorbereitet, jetzt ist das ja so. Da ja, wir sitzen jetzt auch schon seit heute Morgen bei euch. Genau. Ich kann mich auch so ein bisschen und durfte so uns nicht bewegen. Und dann immer so auf euch runtergucken. Das wäre dann so ein bisschen wie, habt ihr denn hier noch alle alles? Ja. Wie so eine Loriot-Frau, ja. Die dann immer nur Sachen bringt und wieder weggeht. Und ein paar Knötchen. Genau, mit Ei und Wurst. Mit Ei und Wurst, genau. So, was haben wir denn hier alles? Ich muss eins vorweg sagen. Ich hatte mir ein Silvester-Outfit zurechtgelegt und zwar diesen wahnsinnig tollen Schal, den ich jetzt der hier einmal. Der ist aber schön. Stellt euch bitte vor, ich hätte toll. Das um. Und der kiet auch gut. Klasse. Denn ich habe den jetzt eben mal kurz umgehabt und danach waren meine Haare dermaßen elektrisch, aber nicht so elektrisch nach oben, wie es ja lustig gewesen wäre, also das hätte ich jetzt auch nicht, aber so, sondern so, wo sie sonst am Gesicht kleben. Oh. Die ganze Zeit so, okay. Ich habe immer noch das Gefühl, wenn man die einatmet dann, ne, die Haare, ist, das ist irgendwie nicht so schön. Die Hölle. Und normalerweise mache ich das immer so und ich predige das auch immer, dass man niemals was man noch nie anhatte, zu irgendeinem Event anziehen soll. Man das immer vorher ausprobiert haben muss. Habe ich jetzt aber halt selbst missachtet. Immerhin 5 Minuten vorher gemacht. Aber jetzt liegt er halt leider hier unten. Ich kann ihn ja ab und zu mal hochhalten. Ich guck mal kurz in den Chat hinein, weil ihr ja halt so wahnsinnig lieb alle schon wieder seid. Also wir sind tatsächlich 299 Menschen. Oh mein Gott. Das ist krass. Krass. Wahnsinn. Wahnsinn. Schön. Also, 300 wäre besser, aber gut. Abend, ihr Krabbnasen und Waschklappen. Naja, gut. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Der Chat läuft sich noch farm. Das geht noch besser. Hast du kein Erdungskabel übrigens da? Dann könnte doch Sophia geerdet werden. Dann wird quasi die. Das könnte ich tatsächlich machen. Wenn die Haare in den Boden geleitet. Genau. Ob das dann besser aussieht. Das ist schon traurig. Also, ich gucke jetzt immer so auf den Boden, weil da der tolle Glitzerschal liegt, den ich extra habe. Alexa hat sich jetzt eine antistatische Bürste. Ja, musste. Es war soweit. Ja, das ist toll. Ja. Die sind super und die funktionieren sogar. Also das ist wirklich so ein Ding, das musst du anschalten. Das hat dann so einen Ionenstrahl und das bedeutet dann, dass die Haare. Weißt du, was witzig ist? So eine Bürste besitze ich bereits. Die hilft aber nicht. Doch, ich weiß nur nicht, wo sie ist, aber die habe ich mal gekauft und es war so ein Chibo-Ding und da hast du dann gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Weißt du, diese blaue mit den. Ja, die sah halt schon so aus. Außerdem ist es ja so, dass ich normalerweise meine Haare gar nicht bürste. Mhm. Außer heute, wo ich jetzt keine Locken habe, weil ich im Moment keine Locken habe. Aber eigentlich habe ich ja Naturlocken und wenn man die bürstet, dann sieht man halt, also ich zumindest, sehr, sehr lustig aus. Da hilft dann auch so ein Bürsten. Hallo, hast du noch nicht probiert? Ja, aber heute wäre es gut gewesen. Stefanie Bruns schreibt, Sophia heute gleich mit den guten Kopfhörern. Helmut Bruns schreibt, dass die 60er Jahre den Anzug vom Alexander zurückhaben wollen. Das ist also das stimmt nein. So nicht. Und der ist das super cool. So nicht so. Das ist so schön, weil den habe ich mir mal angeschafft. Da habe ich häufiger Veranstaltungen mit der Apotheker- und Ärztebank machen müssen. Und das war also eine Veranstaltung, so wo alle aussahen wie Pinguine, also alle in Schwarz. Und ich wollte aber auffallen, weil ich der Organisator und Veranstalter war, der verantwortlich war. Und dann habe ich mir halt so, und dann warst du sofort sichtbar in diesem Raum, weil sonst mit einem normalen Jackett hätte dass ich kein Schwein. Dass man mit einem beigen Anzug auffällt, ist schon irgendwie krass. Der eigentlich changiert er so ein bisschen ins Goldene hinein, aber das kriegt die Kamera jetzt nicht aufgelöst. Leider nicht. Ins Goldene. Also für alle, die sagen, dass Alexander einen Hauch zu klein für den Tisch ist, das Bild vom Alexander hört an dieser Stelle auf, wo der Tisch beginnt. Also, du bist aber wirklich nur, es ist wirklich nur minimal im Vergleich. Wenn man jetzt, insgesamt wird unsere Komposition gelobt. Ich sehe es gerade. Chaos-Mörchen schreibt, was das denn? Gemeinsamer Abend und alle mit Kopfhörern. Ja, Chaos-Mörchen, raff's bitte. Wir sind nämlich gar nicht alle in einem Raum. Ich glaube, das war nicht ernst gemeint. Nein, wir sind, genau. Alexander, Alexa war mehr Lametta, das stimmt? Ja. Ich bin echt neidisch.
Mimbutz gesagt, ich soll dich, Sophia, Alexa und Alexander Lieb von Mrs. Procrastinate grüßen. Wir grüßen zurück. Danke. Ja, grüße zurück. Warum ist sie denn nicht da eigentlich? Sie kann wohl nicht. Es war auch schön von, vom Ehepaar Bloßfeld grüßen. Mhm. Unbekannterweise euch. Und der, Dankeschön. Und der liebe Wahrsager-Check ist auch wieder da. Oder zumindest schaut er immer wieder mal rein. Ionenstrahlbürste klingt verdammt nach Star Trek. Mhm. So sieht sie auch aus. Ist es. Wir benutzen die auch nur auf dem Holodeck. Ja. Aber hier nebenan. Genau. So. Mein Gott, Hoaxmaster nicht in Schwarz. Gibt es Evidenz für die Ionenstrahlbürste? Ja. Funktioniert ja, sie mal. Funktioniert. Okay. Mimbutzki mag mein T-Shirt. Ja, ich auch. Das, danke. Also das ist halt schon, also eine, eigentlich ist das so ein bisschen runterziehen. Ja, ja. Das ist so ein bisschen eine armselige Nummer. Also ich glaube, das ist halt so Junggesellenabschiedswitzig. Das ist ein Werner Krapweis Gedächtnis-Shirt. Genau. Finde ich. Genau, denn mein Vater hatte er so eins auch richtig. Und hat das völlig unironisch getragen. Und gesagt, das geht doch. Ja. Und das erinnert mich ein bisschen an Groucho Marx von den Marx Brothers, der irgendwann festgestellt hat, dass es völlig egal ist, ob er sich seinen Schnurrbart anklebt oder ob er ihn aufmalt. Und hat dann festgestellt, aufmalen ist weniger nervig, weil man den Kleber nicht runterkratzen muss, und hatte dann in all den Filmen einen aufgemalten Schnurrbart. Nicht super. Außerdem bin ich ja privat eher immer so gekleidet, mehr so bequem. Ja, das stimmt. Den kenne ich ja sonst eher so in meiner Dienstkleidung. Also deswegen, da bin ich auch mal sehr farbenfroh, privat. Ja. Nee, das ist auch so, also ich trage auch die Jogginghose zum Glitzertopf. Ich glaube, das beschreibt auch 2020 ganz gut. Oben Glitzer, unten Jogginghose. Ja. Ist nicht aufstehen. Ja, wir dürfen alle nicht aufstehen. Nein. Ja, doch, ich habe meine Jeans an. Du hast ein Kleid an, du könntest aufstehen. Ich habe aber zum Beispiel keine Schuhe an. Also, naja, so ein das Kleid. Das wäre aber wirklich albern gewesen, wenn du dir jetzt so... Ja, aber deswegen kann man nicht aufstehen, weil also das sieht schon blöd aus. Ich finde, so ein schickes Kleid mit Strumpfhosen und ohne Schuhe sieht schon ziemlich doof aus. Das ist so wie Glitzershirt mit Jogging. Horst, die 67 schreibt gerade, Hose klingt doch schon feierlich für 2020. Immerhin, eine Hose. Ja. Hast du recht. Ich muss mal den Computer hier näher herholen. So. Also, Tienge findet, wir vier sehen supi aus. Und das ist ja auch schon mal was. Vielen Dank. Sehr schön. So, wir haben was vorbereitet, ne? Diverseste Dinge. Wir haben Geschichten vorbereitet, wir haben Spiele vorbereitet, wir haben Bücher dabei. Also wir könnten stundenlang, wenn wir wollten. Also kaum was vorbereitet. Na doch, doch. Das war deine Idee. Die Spiele habt ihr vorbereitet. Die Spiele. Ja, ja. Das wird was, wenn wir mit den Spielen anfangen. Sollen wir das mal machen? Ich würde so gerne. Du willst erst das Buch hören sehen. Ja. Ja, Alexander. Und nein. Ach so. Ich möchte zuerst der Alexander. Alexander, du hattest im Ferngespräch eine Geschichte angekündigt. Mm. Ich habe vergessen, was, aber du die weißt Musterung. Es nicht immer. Genau. Genau, die Musterung. Die wird heute erzählt. Die wird jetzt erzählt. Trink schnell nochmal einen Schluck Whisky trinken. Genau, dann musst du aber deine Geschichte auch erzählen, weil so wie du das erzählt hast, oder ist es. Ist es verjährt? Ja, also Caspar David Niedlich schreibt auch, die Musterungsgeschichte von Alexander bitte zuerst. Ja, ja, aber deine, weil du hast so seltsam erzählt, dass man denkt, du hast sie nicht mehr. Also ich meine, was? Muss ich die dann, die kann ich kann also die darf man die erzählen, oder? Ja, ich glaube, das ist verjährt. Nee, ich habe mal irgendwen gefragt und dann wurde mir gesagt, das wäre verjährt. Jetzt kannst du dich nicht mehr ziehen, das kann gut sein. Ja, also ich bin zur Musterung gegangen. Ich wusste im Grunde genommen, dass ich untauglich bin, weil mir das meine Augenärztin gesagt hat. Und deswegen habe ich mir diesen ganzen Kriegsdienstverweigerungskram, was ich sonst wahrscheinlich gemacht hätte, habe ich mir gespart, weil da muss ja so ein Schreiben und warum und bla und blub. So war das zu meiner Zeit noch. Das war 1994 oder 95, musste ich zur Musterung. Ich habe das Gefühl, es ist total laut. Nee. Alles gut. Und dann bin ich also da hingegangen. Und musste nach Herford, Kreiswehrersatzamt Herford. Herford ist so eine mehr graue Stadt, so ist die bis heute. Der liebe Herforder, liebe Grüße. Die macht ein halbwegs okayes Bier, aber die Stadt ist nicht so hübsch. Und da habe ich meinen Dad beim Kreiswehrersatzamt abgeliefert. Das war ganz witzig, mein Vater hat mich dahin gebracht und dann bin ich da also reingegangen. Und ich finde ja, das war früher mein Satz, ich war ja schon immer ein Freund der Gleichberechtigung. Frauen haben ja dieses Musterungserlebnis nicht. Und das finde ich eigentlich schade, weil das ist ein Erlebnis, was doch sehr prägend ist am Ende der Adoleszenz, wie man da so behandelt wird. Weil in dem Moment, wo du diesen Laden ja betrittst, gibst du ja alle deine Rechte erstmal ab, bis du erstmal durchgemustert worden bist. Das heißt, da gibt es dann irgendwelche Nasen, die dir ja die ganze Zeit sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Ja. Und du musst das ja tun. Du kannst dich ja erstmal, also du musst nicht, also du hast dich ja, glaube ich, ein bisschen anders angestellt. Nee, ich musste schon auch, aber ich habe halt, also egal, nachher, weiter bitte.
So, und dann kommt man ja in so einen Raum rein, also war es in Herford, und da saßen dann so fünf Typen in dem Fall, und die hatten alle keinen Bock, das sah man ihnen an, und sie saßen halt alle in Shorts da. Und dann hast du halt so einen Laufzettel, und dann musst du dir so einen Spind nehmen und musst halt alle deine Sachen in diesen Spind reintun, bis auf die Shorts dich ausziehen und warten. Und dann wird dir aber auch noch gesagt, dass sie nicht für die Wertgegenstände haften. Also habe ich mir meine, ich hatte, das hatte mir auch ein anderer schon erzählt, dass man das nicht damit einschließen soll. Und deswegen hatte ich mir eine Badeshorts angezogen als Unterhose an dem Tag, und die hatte Taschen, sodass ich mir mein Portemonnaie mit meinen Wertsachen und so in meine Shorts noch reinstecken konnte. Und dann saßen wir da also alle. Und der erste Raum war dann der, wo die biometrischen Daten. Sie stellen sich bitte hier auf die Waage drauf. Du Sie, als langhaariger Bombenleger übrigens, ne? Ja, das stimmt. Du warst ja langhaarig, ja. Ja, 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 damals war ich noch langhaarig, genau. Sie stellen sich hier rückwärts an dieses Messgerät und so. Und das war schon alles ganz merkwürdig. Und dann kam, das war dann der erste Stabsarzt, das war eine Stabsärztin, die hat das also die ganzen Messungen durchgenommen, kriegst du ein Becherchen für die Urinprobe, bla 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 bla. Und dann kam ich erst noch in so einen anderen Raum rein, wo also ein Beamter saß mit der Fahne der Bundesrepublik Deutschland ganz groß. Das war irgendwie, also das war völlig befremdlich für mich mit 18 Jahren. Und der sagte dann zu mir, KDV oder nicht KDV? Was? Genau. Das habe ich auch gesagt. Und dann guckt er mir an, ja, KDV oder nicht KDV? Ah, Kriegsdienstverweigerer. Ja. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Ja, setze Kriegsdienstverweigerer oder nicht? Und dann gesagt, das weiß ich noch nicht. Wieso wissen Sie das nicht? So, ich muss erstmal gucken, was bei der Musterung rauskommt. Das ist aber auch eine dumme Antwort. So, und dann. Oh Mann. So, und dann kam ich zum zweiten Stabsarzt, und da war es dann so, dass man sich so mit den Fingerspitzen die Zehen berühren musste. Und das erklärte er mir dann, und ich machte das dann auch, und dann hatte ich natürlich mein Portemonnaie in der Tasche, und das bolte dann so, und der sprach ein bisschen merkwürdig, weil der sagte, Halbaschka, was haben Sie da für eine Geheimwaffe dabei? Und dann da habe ich gedacht, oha. Und dann, ja, legen Sie sich mal auf die Pritsche hier drauf, und dann muss ich mich auf die Pritsche. Dann hat was für ein Klischee ist das denn jetzt gerade? Das war so. Gott ist ja nicht für mich, aber ich schwöre euch, das war so. Dann hörte der mich ab, und ich hatte echt ein bisschen, ich war noch nicht so lebenserfahren, kam mir alles sehr komisch vor. Und das war der letzte, genau. Der zweite Staatsarzt war der die ganzen Fragen stellt. Gab es in Ihrer Familie Krebs, Lungenkrebs, Leberkrebs, Mammakarzinom, keine Ahnung, so eine Riesenliste. Mhm. Gab es Schizophrenie, gab es Depression, und du sitzt immer nein, 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 nein. Und dann irgendwann, bei irgendwas musste ich dann mal ja sagen. Ich glaube, Hautkrebs. Da war der aber schon 8 Punkte weiter und sagt, was ja? Hautkrebs, meine Oma hatte Hautkrebs. Ah, so. Und dann sagte der, gibt's sonst noch irgendwas? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Schwachstellen auf der Netzhaut. Wo? Im Auge? Das weiß ich selber, dass das im Auge ist. In welchem Auge? Oh Gott. Ja, die Dumme. Ja, links 2 und rechts 3. Und dann guckte der mich an und fing ganz viel an zu schreiben. Da war ich offensichtlich schon untauglich, das wusste ich aber noch nicht, weil das ist ein Ausmusterungsgrund, weil besteht das Gefahr, dass die Netzhaut sich ablösen kann, darauf hat die Bundeswehr keinen Bock. So, und dann kam ich also zum letzten Stabsatz, da habe ich beschrieben, lag der, dann hat er mich abgehorcht und sprach dann so. Und dann irgendwann sagt er, ja, was ist mit Ihren Flecken auf der Netzhaut, das ist natürlich nicht so gut. Sind Sie da in Behandlung? Ich sage, ja, da bin ich in Behandlung. Wird er immer kontrolliert, ja? Dann habe ich gesagt, ist das denn vielleicht dass Alexander nur noch so spricht, dass ja, ist das denn vielleicht ein Grund, dass ich aussehe? Nein, Herr Waschkreuz, heißt nicht, dass Sie vielleicht ausgebustert. Ich habe Sie jetzt hier gerade ausgebustert. Ich habe Sie jetzt T5 geschrieben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und deswegen habe ich eine total positive Erinnerung an den Typen, weil der hat mich einfach rausgeschrieben. Also nachdem er die Geheimwaffe bei mir attestiert hat, hat er mich dann untauglich geschrieben. Dann kam ich wieder zu diesem Typen und durfte mich anziehen. Also dann kam ich erstmal in diesen Raum rein, wo alle wieder in Shorts saßen, 5 andere handeln zwischenzeitlich. Und ich war halt breit am Grinsen und habe gesagt, was ist los? T5. Was hast du erzählt? Na, wie gesagt, ich habe Flecken auf, denn er sagt, scheiße, ich habe keine Brille. Hast du noch eine andere Idee? So, dann habe ich mich angezogen, dann kam ich zu diesem zweiten, zu diesem Typen wieder rein, der mich mit KDV quasi angebrüllt hatte. Und der hat mir dann erklärt, was ich jetzt wieder alles dürfte. Sie dürfen jetzt wieder das Land verlassen. Sie dürfen das und das. Sie dürfen das und das. Sie dürfen das und das. Sie unterliegen nicht mehr der Wehrpflicht. Ja, wenn du tauglich gemustert wurdest damals, durftest du nur das Land verlassen, wenn du dem Kreiswehrersatzamt Bescheid gegeben hast, damit du nicht ins Ausland. Der hat dir jetzt nochmal gesagt, was du jetzt alles darfst, was du vorher auch durftest. Und dann durfte ich rausgehen, genau. Da war ich wieder ein freier Mann. Aber diese ganze befremdliche Situation, vor allen Dingen dieser letzte Stabsarzt, das hat mich doch massiv irritiert, ehrlich gesagt. Also als der anfing mit, was haben Sie da für eine Geheimwaffe? Das
das ja, vor allem an welcher Position? Also, ja. Während du vor ihm stehst und mit den Fingerspitzen deine. So. Ja. Und dann ja übrigens, das war aber natürlich auch noch der Arzt, weil Leistenbruch in Diagnostik kannst du ja am besten dadurch machen, wenn du ja die Unterhose herunterlässt und dass dir dann so hebend in den Schritt gefasst wird. Ja. Und dann gibt es diesen legendären Satz, den gab es zumindest in Herford, den kannten alle aus Ostwestfalen, den Spruch: Husten Sie links, husten Sie rechts. Was ist denn das? Ja, du, also sie gehen an die linke Seite deines Skrotums, ja, und dann sollst du halt husten und dann können sie die linke Leistengegend testen und dann gehen sie an die rechte. Deswegen sagen die aber: Husten Sie links, husten Sie rechts. Aber man hustet immer mittig. Oder wie? Ja. De facto, ja. Männer links und rechts husten. Man hustet leicht befremdlich, während einem so die Shorts um die Beine baumelt. Und sind Sie Linkshuster oder Rechtshuster? Und das, was sonst noch baumelt. Aber Moment mal, also was ich anatomisch nicht verstehen kann, ist, du hattest eine Badehose an und da beulte dir der Hintern. Nein, eine Schwimmshort. Eine Schwimmshort und der Hintern beulte aus. Nein. Ich hatte das war vorne die Tasche. Ich hatte hier so Seitentaschen in dieser Schwimmshort. Ich dachte, der hatte sich in so einer Schleife irgendwie, dass der Typ sich gedacht hat, der hätte sich das quasi einmal so zwischen den Beinen hoch. Wenn du vorne was hast, in der also die hatte jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, aber. Genau. Aber genau. Aber ein Eck, also das wäre ja dann, also auch von der Form her irgendwie. Nein, das war ein Witz, der wollte einen Witz machen. Aber die Situation war halt total unpassend. Schau mich nicht so ehegattenmäßig an. Ich glaube noch nicht mehr, dass das eine sexuelle Konnotation hatte, aber wie der sprach und in dem Moment, wie ich so gebückt vor dem Vielleicht stand, da war das schon, das, man weiß nicht. Aber sehr nett, ich habe den Namen vergessen, aber der hat mich damals untauglich geschrieben. Von der Struktur her übrigens original ein Volksmärchen, ne? So mit den drei Prüfungen und dann kehrt der Held nach Hause zurück. Und der Heldenreise. Und den, erstaunlichen Dingen, die man zu leisten imstande ist. Ja. War es ja wirklich nur sieben auf einen Streich, es waren ja nur Fliegen. Ne? Also auch das, dass man missverstanden wird, dass er sagt, was haben Sie denn da für eine Geheimwaffe? Und dabei... War es nur ein Portemonnaie. Ja, so war also das. Bei mir war das so, ich wusste definitiv hundertprozentig, ich will auf gar keinen Fall zum Bund, weil ich wollte ja jetzt Musikstar werden oder Moderator oder Stuntman oder Comedian oder egal, also irgendwas. Und ich wollte da jetzt nicht zwei Jahre lang meine Zeit verlieren. Ich hatte aber irgendwie keine irgendwelche... Du warst halt gesund. Ich war gesund und fit. Und alles. Dann habe ich mich im Vorfeld so ein bisschen erkundigt. Das ging ja vor dem Internet noch irgendwie, indem man mit Leuten da sprechen musste. Hat ein Freund von mir hat gesagt, ja, also er hätte das so gemacht, er hätte sich mustern lassen, wäre dann noch zum Bund gegangen und hätte dann jeden Abend sich seine kleine Sony-Uhr dargestellt, die dann leise Diet gemacht hat. Und dann ist er mal aufgestanden und hat sein komplettes Bett eingenässt. Eingestohlt, so viel es ging, alles voll, damit es wirklich ganz furchtbar nass und auch riecht. Und dann hat er sich da wieder reingelegt. Und nach zwei Wochen haben sie ihn rausgeschmissen. Das wollte ich nicht riskieren. Ich wollte da auch nicht zwei Wochen lang in meinem Urin liegen. Ich hatte mir gedacht, vielleicht geht es irgendwie anders. Und dann hat mein Vater, der hat zu mir gesagt... Ja, warum gehst du denn jetzt da nicht hin? Das kannst du doch mal. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte da nicht hin. Dann hat er gesagt, nein, spielst du dir heute was vor, weil du willst ein Schauspieler werden. Und wenn du ein Schauspieler bist, dann kannst du das. Und dann musst du da nicht hin. Und es war auch gekoppelt daran, dass mein Vater gesagt hat, wenn du das schaffst, dann muss ich kein Dekorateur werden. Ja, und dann habe ich mir überlegt, was ich mache. Und dann habe ich mir einen Janker angezogen, also so ein bayerisches Jopperl. Ja, und habe mir einen Scheitel, also ich habe mir die Haare abschneiden lassen und habe mir einen Scheitel gekämmt. So richtig, so ein Comb-Over. Und habe mir ein Foto von meiner Schulband mitgenommen und habe das so ganz oft in der Mitte gefaltet, dass das aussieht, als hätte ich das schon ganz lang, so mit den Fingernageln, und habe mir das in die Tasche gesteckt. Und dann hatte ich vor, in irgendeiner Form dort eine Art von, ich sag jetzt mal, wie sagt man das da, Dummheit oder ich weiß nicht, also irgendwas vorzuspielen, was so einen Level hat, dass sie mich nicht irgendwohin einweisen oder ich in Behandlung muss, sie aber dann doch denken, also eine Waffe wollen wir ihm doch irgendwie nicht geben.
Ja, diesen Level. Schmaler Grat. Ja, sehr schmaler Grat. Das war die Idee. Ich sage ja nicht, dass das geklappt hätte. Ja, aber so. Dann bin ich da hin und habe halt mir überlegt, dass ich einfach bei allem, was mir gesagt wird, immer frage, als hätte ich es nicht sofort verstanden und ganz nervös bin dabei. Und auch dann, und das habe ich dann gemacht. Also dann, Graubweiß, was? Graubweiß, sind Sie hier Graubweiß? Ja, was denn? Ja, und dann so, ausziehen, was? Ausziehen? Ja, haben Sie es nicht verstanden? Ausziehen? Jetzt? Ja, freilich jetzt machen Sie, kommen Sie, setzen Sie in den Spind rein. Ja, und alles immer hinterfragt und nie richtig gemacht und so, also konsequent. Und aber immer so, dass ich es dann doch schon auch verstehe, aber es immer ein bisschen braucht. So vom Gedanken her, dass man sagen kann, wenn das jetzt heißt, schieß, was? Ja, ich schieß heute. Ja, so. Wen? Woher? Wen? Was? Entschuldigung. Ja, so. Und dann kam ich in einen dieser Räume. Es ist alles ein bisschen nebulös, aber ich weiß, da standen so ganz viele so Becher, wo man halt reinstrollen sollte. Und da habe ich schon versagt. Absichtlich natürlich, um Gottes Willen. Ja, also, ich bin dir sehr dankbar, dass du das hast. Ja, ich habe also wirklich relativ viel Sauerei gemacht und kam dann peinlich berührt raus. Entschuldige mal, ja? Also die stand da wirklich so aufgereiht und dann musste man da rangehen? Nein, man konnte den Becher mitnehmen. Musste so einen Plastikvorhang. So. Dann habe ich dann relativ viel Sauerei angerichtet und habe dann, Entschuldigung, haben Sie irgendwie einen Kleenex oder ein Taschentuch oder so? Ich habe hier ein bisschen, mir ist der Becher runtergefallen und so, mein pur, ja, so. Und dann sollte ich, oh Gott, was war das? Ich glaube, ich habe dann gesagt, ich hätte manchmal auch Kopfschmerzen. Das habe ich einfach mal gesagt, in der Hoffnung, dass da irgendwas funktioniert. Und dann hat der Arzt dann gesagt, ja, also Sie wissen aber schon, Sie müssen dann zu einem Nervenarzt. Wenn Sie das jetzt behaupten, ne, das war dem ja auch klar, müssen Sie zu einem Nervenarzt und da wird das dann alles geprüft. Dann habe ich gesagt, na gut. Und dann musste ich tatsächlich, ich glaube, es war das am selben Tag, ich glaube nicht, ich glaube, es war zwei Tage später, habe ich mir das dämliche Zeug nochmal angezogen, den albernen Scheitel und bin zu diesem Nervenarzt und der begrüßte mich, das weiß ich noch mit dem Satz, wenn Sie glauben, dass Sie dadurch ausgemustert werden, dass Sie mir hier irgendwelchen Blödsinn erzählen, muss ich Sie enttäuschen, mein Sohn hat Migräne und der musste auch zum Bund. Das war seine Begrüßung. Und was haben Sie denn? Und dann habe ich halt erklärt, dass ich manchmal Kopfschmerzen habe, wenn ich angestrengt irgendwo hinschaue. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen soll. Aha, dann hat er ein Taschentuch genommen und hat es zerknüllt, hat das vor meine Augen gehalten und hat das so hin und her bewegt. Und hat gesagt, folgen Sie mal dem Taschentuch. So, jetzt muss man wissen, dass ich aufgrund irgendeiner seltsamen Spielart der Natur meine Augen so zittern lassen kann. Mein Bruder kann das auch. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Nee. Ich kenne aber auch Menschen, die das können. Ja, das wie die Zunge nicht, oder? Nein. Aber ich kenne also Menschen, die Pupillen zittern ganz hochfrequent hin und her. Und das sieht sehr abgefahren aus. Und das können nur sehr wenige Menschen. Und dann habe ich einer Laune zufolge einfach immer, wenn er mit dem Taschentuch auf die Seite rübergewandert ist, meine Augen zittern lassen. Und dann hat er so kurz pausiert. Ist nochmal hin, nochmal her. Mach dich's nochmal. Dann sagt er, Schwester, kommen Sie mal. Dann habe ich gleich gesagt, was ist denn? Ja, seien Sie doch mal still. Ja. Dann kam die Schwester rein, hatte ihr das vorgeführt. Und dann haben die kurz geredet und dann wurde ich ans EEG angeschlossen, wo man so Creme auf die Birne bekommt und lauter so. Elektroenzephalogramm. Genau. Vielen Dank. Also, da wurde ich dann angeschlossen in so einem Raum und da sollte ich ganz ruhig liegen. Und nichts machen. Und da kam eine zweite Spielart meiner körperlichen Besonderheit ins Spiel. Ich kann, so, das ist jetzt etwas schwierig. Ich versuche es zu erklären. Kennt der ein oder andere vielleicht diesen seltsamen, vielleicht war die Geschichte doch keine Gänsehautschauer, den du zum Beispiel hast, wenn du irgendwas anfasst und Gänsehaut bekommst oder manche Leute bekommen es, wenn sie Pipi machen und sehr lange mussten, dieses Zittern. Styropor. Knirschen von Styropor. Dann kriegt man wie so einen Stromschlag. Und aus Gründen, die mir völlig unbekannt sind, kann ich das künstlich erzeugen. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich kann das nur machen. Also wenn ich das jetzt mache,
dann fange ich so zu zucken an. Ich habe mal im Internet gesucht und es gibt ganz viele Menschen, also weltweit viele Menschen, die es können. Und es gibt ein paar Leute in Amerika, die untersuchen das schon seit irgendwie 5 Jahren und suchen immer Leute, die das können. Aber ich bin ja nicht in Amerika. Also es ist irgendwas sehr Spezielles. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich kann's. Und dann hast du schöne Ausschläge gemacht. Dann habe ich mir einfach mal gedacht, das probiere ich jetzt mal. Und dann lag ich da und machte das und dann machte dieses EG. Dann kam die Schwester rein und sagte, sie sollen sich doch ruhig halten, habe ich gesagt. Dann habe ich gesagt, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich schwöre es Ihnen. Ging sie raus, ich wieder, dann kam sie wieder rein. Jetzt passen Sie mal auf, hat sie gesagt. Das ist ein Schmarrn, das brauchen wir hier nicht, weil das glaubt Ihnen sowieso keiner. Ich bleibe jetzt da. Und dann stand sie da, hat mich angeschaut. Dann habe ich das wieder gemacht. Und ich kann das ja auch so, dass das... Ne, ich habe es jetzt gemacht. Ich habe... Okay. Ich bewege mich dann nicht. Ich muss nicht zwangsläufig total zucken. Das heißt, ich lag da ganz ruhig, nichts passierte und das EEG machte aus... Gründen. Dann war es an der Schwester zu sagen, Herr Doktor, kommen Sie mal. Dann kam der, haben sie sich das angeschaut und dann war Stille und dann hat er gesagt, ja, also ich glaube, Sie können wir beim Bund nicht brauchen. Super. Ja, und dann wurde ich ausgemustert. Und interessant bei der ganzen Sache ist, keiner, also der Arzt oder die Schwester oder irgendwer hat dann mal gesagt, sie sollten mal zum Arzt gehen, sie haben da ein massives Problem, ihre Gehirnströme sind offensichtlich abnormal, sie zittern mit den Augen, wissen sie das eigentlich? Nichts davon. Die haben mich einfach heimgeschickt. Das ist ja egal, weil ihr Job war ja nur rauszufinden, sollte man mir eine Waffe geben. Die Antwort lautete definitiv. Genau, vorher einstellen. Ja, und so wurde ich also ausgemustert. Die deutlich eindrucksvollere cool. Geschichte. naja, so ist es nicht. Ja. Ich habe gerade so überlegt, ob du mal bei den Psi-Tests von der Gruppe mitmachen solltest. Da muss ich doch was anstellen lassen, so mit Wünschelrouten und stimmt. So. Ich überlege schon die ganze Zeit. Ich hätte so Bock, da mal irgendwie dahinter zu kommen, zumindest was das ist. Ich weiß auch nicht mehr, was der Google-Begriff war, mit dem ich dann letztendlich so dieses komische Nervenzucken gefunden habe. Ich weiß auch, dass ich das mal meinem Vater erzählt habe und der hat dann gesagt, hör auf, sonst bleibt's da. Wie um Mitternacht Schielen nehmen. Ja, wie beim Schielen. So. Also wie wenn ich dann den Rest meines Lebens so... Sehr, sehr krass. Ja, genau. Aber ich wurde ausgemustert und als der Bescheid kam, hat mein Vater gesagt, jetzt musst du kein Dekorateur werden. Dekorateur. Dann bist du Cowboy geworden. Ja, genau. Cowboy geworden. Also doch eine Waffe. Genau. Hättest auch zum Bund gehen können, im Grunde genommen. Theoretisch ja, aber ich hatte doch keine Zeit. Ja, das ist nachvollziehbar. Ich wollte da auch nicht hin. Hol das Buch raus. Ach so, das Buch? Ja, das Buch. Alexa, das Buch. Das Buch, genau. Vielen Dank an Katharina für dieses wunderbare, inspirierende Werk. Das hat mir heute schon sehr viel Freude beschert. Das ist aus dem Jahr, ich gucke nochmal, 1968. Ja. Also, ich muss da auch gleich mal kurz meine Brille aufsetzen. Junge Leute aus dem Jahr 1968, ja. Also ja. Großartig. Ja. Und das Tolle an diesem Buch ist, dann gebe ich dir das auch gleich, das hat mich so beeindruckt, dass es also ganz viele Party-Vorschläge gibt und da steht dann auch immer bei, wie viel D-Mark das dann kostet. Also grob, genau. Also eine kleine Cocktailparty ist schon 50 bis 100 Euro. Mark. Um Himmels Willen. Mark, der kleine Hausball zum Beispiel schon über 100 Euro. Der kleine Hausball klingt wie so ein kleiner Hausgeist. Der kleine Hausball. Die Bierparty ist auch recht teuer. Auch über 100 Mark. Die heißt Bierparty, ja. Wie war es mit der möblierten Dame? Ja, ja, dazu komme ich jetzt. Das hat mich am meisten beeindruckt. Die Party einer möblierten Dame. Klingt wie so eine Kurzgeschichte eines sehr renommierten deutschen Autors. Sucht euch aus, welchen ich meine. Kafka. Und das geht nämlich los damit. Also es ist ja nicht nur, was man da kochen soll. Das ist natürlich auch ein sehr ausführliches Kapitel. Aber es
geht schon los, wie man überhaupt erst dazu kommt, diese Party feiern zu dürfen, zu können. Und bei der Party einer möblierten Dame ist also die Hintergrundgeschichte, dass man zu oft bei Freunden sich ja vielleicht auch selber eingeladen hat, also zu oft bei anderen zu Gast gewesen ist und nun eine Revanche-Party fällig ist. Heißt die dann und auch so oder muss man sich die dann was ausdenken? Die heißt ja, eine Revanche-Party ist fällig, steht hier. Aber wieso, was hat das mit möbliert zu tun? Ja, pass auf, jetzt kommt's nämlich. Das ist jetzt hier nämlich von einer jungen Dame die Rede, die bei einer Wirtin ein möbliertes Zimmer hat und jetzt diese Wirtin erstmal dazu bringen muss, dass sie Freunde einladen darf. Und jetzt kommt es nämlich darauf an, das hatte ich übrigens in Münster auch, da habe ich auch möbliert. Du kennst das. Ich war möbliert. Ja her. Und ich durfte auch keinen Damenbesuch mitbringen. Aber du musstest immer mit deiner Wirtin eintrinken, oder wie war das? Wenn wir einmal im Monat Strom bezahlen mussten, muss ich mit dem Vermieter Bier trinken. Ach, mit dem Vermieter. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, das klingt sehr verstörend. Ja, und jetzt kommt es drauf an, ob die Wirtin halt nett ist und sogar erlaubt, dass man in ihrer Küche Pizza zubereiten darf und vielleicht auch noch die schönsten Gläser ausleiht, freiwillig. Und dann steht hier andere, leider sind es die meisten, müssen durch große Überredungskunst, Tricks und kleine Schwindeleien weich und gefügig gemacht werden. Gehört ihre Wirtin zum letzteren Typ, dann müssen sie strategisch vorgehen. Aber das ist doch total hypothetisch. Also ist ja, das, wie mache ich ja, das dann? Nein, das sind Situationen aus dem... Ja, genau. Dann, also das ist hier, das folgt so einer sehr strengen Choreografie, die folgendermaßen beginnt. Beginnen Sie damit, dass Sie zwar immer gleichbleibend höflich sind, aber von Tag zu Tag einen tragischeren Blick bekommen. Als nächstes müssen Sie einen oder zwei Abende opfern. Ihr leidender Blick wird es schon schaffen, dass Ihre Wirtin Sie zu der neuen Fernsehserie einlädt und Sie somit in Ihr Wohnzimmer bittet. Was? Sind Sie erst einmal ist das für ein kausaler Zusammenhang? Das ist alles Partyvorbereitung. Alles Vorbereitung für nur die Party. Monat, wirklich, ja. Sind Sie erst einmal bei ihr zu Gast, dann weichen Sie aber auch so schnell nicht wieder. Denken Sie an Ihre Freunde. Erzählen Sie Ihrer Wirtin von Ihren lieben, herzigen Geschwisterchen zu Hause, die immer so viel Leben in die Wohnung brachten. Und vergessen Sie nicht, bei dieser Erzählung einige Male herzergreifend zu seufzen. Genau. Nun lassen Sie sich viel von dem Elternhaus, der Jugend Ihrer Wirtin erzählen. Ist sie erst einmal soweit, Ihnen ihr erstes Rendezvous zu schildern, dann ist schon viel gewonnen. Zeigt sie Ihnen auch noch ein vergilbtes Jugendbild, dann brauchen Sie nur noch bewundernd zu sagen, wie gut ihr doch das helle gesmokte Kleid und die große Samtschleife im gewellten Haar gestanden hat. Lassen Sie sich darauf von Ihrer Wirtin bestätigen, dass sie damals in der Tat eine große Schönheit war. Aber jetzt, ja, genau. Entschuldige die Zwischenfrage, ich habe 20.000, ich stelle nur eine. Was ist denn, wenn jetzt von diesen 50 Sachen, die du jetzt gerade vorgelesen hast, an eine nicht eintritt? Eine nicht eintritt, da ist ja alles schon... Na, sie vielleicht diesen Blick schon nicht bemerkt. Ich könnte mir vorstellen, es gab Wirtinnen, denen war das entweder scheißegal oder die haben oder die hat die Fernsehserie geguckt. Ja, oder die haben keinen Fernseher oder die haben gesagt, sie haben doch selber einen Fernseher hier in ihrem Zimmer. Gucken Sie sich doch mal irgendwas, eine Quizshow mit einem coolen Kampf an. Sie gucken immer so blöd. Und wenn die Wirtin keinen Fernseher hat, dann kannst du auch keine Party feiern. Dann geht's gar nicht. Alles vorbei. Hattest du nicht auch eine Frage? Nee. Nein. Weiter bitte. Jetzt tragen Sie entschlossen Ihre Party bitte vor. Sie wird es Ihnen kaum abschlagen. Sollte sie doch so hartherzig sein, dann kündigen Sie zum nächsten Ersten. Ihre Wirtin ist ein Drache. Sich um eine andere Wohnung gekümmert zu haben. Genau. Was? Sie stehen vielleicht auf der Straße, aber das ist dann auch egal. Das steht da nicht wirklich. Nein, das steht da nicht. Aber es steht, man soll dann kündigen. Das mit dem Kündigen steht da. Das mit dem Kündigen steht da. Ach, was? Ja. Also wenn die nicht auf die Bitte eingeht, dann Koffer packen. Was möchte Tommy, was möchtest du, Party oder nicht Party? Ich bitte dich. Was ist denn das für Quatsch? Dann kündigen Sie. Ziehen Sie unter der Brücke ein. Ja. Dort können Sie Partys feiern, wie Sie wollen. Auch wenn da kein Fernseher steht, genau. Ja. Also das kann nicht, okay. Und dann geht es hier halt daran, wie viele Leute man einladen kann und was man dann kocht. Gemüsesalat, einfacher Heringssalat, Nudel, Thunfischsalat, Eiersalat, keine Ahnung. Sehr viel Salat. Und Irish Coffee, sehe ich gerade. Salat und Irish Coffee. Ja, aber das waren die Vorbereitungen. Das fand ich sehr schön. Also das ist ja völlig irre. Und was für ein Quatsch.
Und Cat Blues hat, als ich dich gefragt habe, ob du nicht eine Frage hast, ja, hat sie geschrieben, Sophia fragt höchstens, ob es Schieferuntersetzer gibt. Wobei ich sagen möchte, das ist eine wirklich unerlaubte Einschränkung oder eine Unterstellung. Meine Frau kann ganz viel. Wenn ich was frage, dann frage ich grundsätzlich nach Schieferuntersetzer. Nein, eben nicht. Die kann ganz viele Sachen fragen, meine Frau. Aber wo wir gerade beim Thema sind, 2020. Ja, bitte? Ist das Jahr des Schieferuntersetzers? War ja definitiv das Jahr des Schieferuntersetzers. Das ist wiederum extrem übertrieben. Wir haben dreimal drüber gesprochen. Das Jahr des Schieferuntersetzers, das klingt so ein bisschen wie The Year of the Cat oder so. In meinem, vom das habe ich in dem Buch, schon. Das habe ich in dem Marketingbuch für junge Menschen so gelernt. Hier schreibt die Tess auch gerade, Eiersalat und Irish Coffee ist wirklich interessante Kombi. Oh Gott. Hilfe. Kannst du Nudelsalat. Ich wüsste gerne, was. Mayo. Unter so einer warmen Lampe. So. Stimmt. Oh. So langsam anstrengend Nasen zu schlagen, die Mayonnaise. Und dann irgendwann so weggeht von allein. Es gibt von mir, ich war mal auf irgendeiner Party eingeladen, warum auch immer man mich auf Party eingeladen hat, und da gibt es ein Foto von mir, wo ich mit Nudelsalat unter dem, also über, also da ist so ein Buffet aufgebaut. Das war in irgendeiner Art Partykeller oder so. Ist ein Buffet aufgebaut und da sind so ganz viele so Nudelsalate. Ich glaube, jeder hat Nudelsalat mitgebracht. Und ich liege unter dem Buffet mit angezogenen Beinen und mache. Weil? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt irgendwas in irgendeinem Nudelsalat. Ich weiß. Ein bisschen antiklimaktisch jetzt. Also ich hätte jetzt schon noch. Ja. Es gibt, ja, also es gibt da aus meiner. Dann erfind halt irgendwas, was waren das für Geschichten? Ich weiß es nicht mehr. Es gibt auch Fotos. Autor. Es gibt auch Fotos, wo ich also in Neuperlach, in dieser Hochhaussiedlung da, wo wir gewohnt haben, von einem, also im vierten Stock, von einem Balkon zum anderen klettere. Voll. Und ich erinnere mich auch daran nicht mehr. Ja, da würde mir zu viel einfallen zu sagen, ich lasse. Ich schau nur ehefraumäßig. Ich schau ehefraumäßig. Ehefrauoid. Ich schaue vor allem total ausdruckslos. Ja. Du schaust aus und man muss sich irgendwas interpretieren und alles, was ich interpretiere, ist irgendwie so, dass ich mir denke, ist nicht gut für mich. Nein. Sophia, das musst du mir mal beibringen. Wie macht man ganz das? Ganz einfach. Ja, okay. Alle Muskeln locker lassen. Leerer Blick kann ich und sehr viele Gedanken. Und die rüber teleportieren, das geht. Machen wir. Nee, nicht grinsen dabei. Also, ich habe mein Gesicht nicht im Griff. Aber das ist jetzt wieder wie nicht fallen. Das geht nicht. Du musst sagen, was sie proaktiv machen soll, nicht was sie nicht machen soll. Leeres Gesicht, habe ich doch gesagt. Das geht nicht. Ja. Also ich bin sehr froh, dass du kein leeres Gesicht hast, wenn du mich anschaust. Dass wir da noch nicht sind. Ihr seid da schon vorbei. Wir sind ja noch gar nicht so lange verheiratet hier. Oder vielleicht hat es was mit Alter zu tun, dann kommt ihr da noch. Das Gleichgültigkeitsloch haben wir schon. Das Gleichgültigkeitsloch. Simonius fragt gerade, leerer Blick mit 2e oder leerer Blick mit 2e? Nee, mit 2e, leer. Also um Interpretationsfläche zu bieten. Ja, also für die schlimmsten Befürchtungen. Im Englischen nennt man das Deadpan. Also wie eine, ja. Tote Pfanne? Ja, eine tote Pfanne. Du kannst alles, mach mal die tote Pfanne. Blick. Du kannst das alles reininterpretieren. Ja. Ein bisschen so, es geht so ein bisschen in die Richtung von dem Laurel und Hardy Blick von Oliver Hardy, wenn er in die Kamera schaut, aber ohne das Seufzen. Ja, der ist ja schon ein bisschen verzweifelt, wenn er in die Kamera guckt. Ja, aber das Seufzen, genau dieses Seufzen muss man sich denken. Also es muss schon unterschwellig. Konntest du das... Schon bevor du mit mir... Als kleines Kind konnte ich das schon. Ah, okay. Als kleines Kind. Den Vater. Ganze Familie war gestresst von meinem leeren Blick. Da ist sie wieder mit ihrem, was, tote Pfannenblick? Mein Gott, das Kind mit dem tote Pfannenblick. Chaos Märchen schreibt, ich schwanke gerade zwischen, ich freue mich total mit euch gemeinsam zu lachen und schade, dass ich nicht mit meinen Freundinnen lachen kann. Viel zu wenig gemeinsam gelacht dieses Jahr. Das stimmt. Oh ja. Das stimmt. Aber wenn deine Freundinnen jetzt in dem Chat wären, dann könntet ihr gemeinsam machen. Zum Beispiel? Gemeinsam hahaha. Ja. Emotes. Ja. Hier schreibt Nathalie Silber hilfreicherweise neutraler Blick. Nee, leer. Wieso ist das anders als neutral? Weiß ich nicht. Tod ist ja auch anders aus als neutral. Also es muss schon, also es hat so einen Touch von nicht ganz neutral halt.
Ja, es hat ne? sowas entgeistert. Also leer ist ja irgendwie... So bisschen, ne? Leer ist... Nicht neutral, sondern leer. Ja, aber die Interpretation von mir... Ja, aber, als die muss man ja anstupsen. Also wenn der komplett neutral ist, dann denkst du dir, ich habe mir gedacht, was für ein toller Kerl. Sondern das muss ja so ein Tick. Wenn es neutral ist, funktioniert es nicht. Also so leer ist. So ein Hauch von Kritik muss drin sein, ja. Sonst funktioniert es nicht. Also bei dir wäre das dann so ein Ja, sonst merke ich das ja nicht. Also leer ist zwischen den Zeilen nicht neutral. Bestimmt leer dann funktionierende. Ja, entschuldige, okay. Alexa, bitte was? Ich sagte, leer ist zwischen den Zeilen nicht neutral. Nee, genau. Vielleicht so. Du hast verstanden. Du kriegst das auch. Aber ich kriege es nicht umgesetzt. Doch, ich muss üben. Ich übe das jetzt. Ja. Das tut mir sehr leid. Du musst auch gar nicht alles, du musst gar nicht alles lernen, so. Was die Frau dir da erzählt. Im Computer. Das ist ja die Frau im Computer erzählt. Hör nicht auf die Frau im Computer. Was weiß die? Was ist denn schon wieder los? Benni schreibt, entschuldigt, wenn ich immer so komisch hier rüber gucke, aber mein Kopf darüber, weil hier hinter dem Bierglas ist das Mikrofon. Ja? Und hier ist aber der Computer, von dem ich es ablese. Moment. Jetzt ist es wieder weg. Wo war es gerade? Nein. Warte mal. Wir sind über 440 Leute. Was? Unfassbar. Ja, das sind die Freundinnen von, ich habe vergessen, wie du heißt, die so genau. traurig war, dass sie nicht mit ihren Freundinnen, die kamen ja, jetzt alle dazu. Nein, da kam jetzt noch, was, du hast dank des Abonnements von Sondelbar ein Emote erhalten. Okay, hurra, wir haben ein Emote. Vielen Dank. Dankeschön. Danke übrigens für die Schöner Stufe 2. Auch. Stufe 2 Hype Train, der mir demnächst nochmal erklärt wird. Der wurde mir schon oft erklärt. Ich habe du wolltest keinen. Irgendeinen Kommentar? Ja, hier sind ganz viele Abos, ich bin total begeistert, ja. Warte, cool. Wo war das denn? Obelix? Was? Das mache ich morgen als warum erstes. Ich lese alle Kommentare. Warum heißen eigentlich Marshmallows auf Deutsch Mäusespeck? Das habe ich nicht verstanden. Mäusespeck? Mäusespeck? Ja. Kennt ihr das nicht? Nee. Mhm. Heißt das Mäusespeck? Mhm. Vielleicht. Nee. Es ist. Mäusespeck? Genau. Nee. Gab es sie nicht früher auf so Kirmesgedönse in Form von einer, also waren das nicht weiße Mäuse, die so... Ja, die, also, ja aber die sind ein bisschen anders. Heißen, ja. Aber vielleicht heißt es deswegen Marshmallows. So. Ja, wahrscheinlich. Weil es artverwandt ist. Ist das nicht das gleiche Material? Nein, es ist nicht das gleiche Material. Geek Tesse schreibt, mein Mann hatte mir gestern aus dem Buch die adrette Hausfrau vorgelesen. Oh. Auch toll, nicht. Das klingt aber nach 50er. Adrette hat was 50er Jahre. Ja. Oh, absolut. Die adrette Hausfrau, das heißt, das ist diese, die so schick gemacht ist und so Pumps zu Hause anhat. Ja. Und dann aber so eine Schürze drüber. Ja. Und so eine tolle Frisur so hat und dann da wahnsinnig gutes Essen macht. Kennt ihr die Serie Marvelous Mrs. Maisel? Natürlich. Ja. Großartig. Am Anfang, als sie sich da immer irgendwie neben ihrem Gatten ins Bett legt und dann, wenn Wahnsinn. Er schläft, ganz schnell aufsteht und sich abschminkt. Fantastisch. Ich wäre so verloren gewesen in den 50ern. Ich wär so, ja, das wäre viel zu viel Aufwand. Nee, auch das Kochen hätte ich nie. Nee. Wir gucken ja gerade die alten Edgar Wallace-Filme. Da gibt es die dann auch. Warum macht ihr das denn? Warum denn nicht? Nostalgie. Ja. Okay. Also, ja, Nostalgie, das war's. Richtig. Also, ich meine, Edith Hahnke, genauso gekleidet, wie Sophia es beschrieben hat, als junge Frau, die dann in London mit einer Mitbewohnerin zusammen eine schicke Wohnung bewohnt. Oh ja. Das ist zwar 61 gewesen, aber das passte noch sehr genau mit den Pumps und den Kleidchen. Also die Mode finde ich schon sehr schön. Ja, ich möchte auch. Das nur nicht zu Hause immer anhaben müssen. Nee. Ich kann die nicht tragen. Aber das ist ja dann auch erst kurz vor 18 Uhr, wenn der Mann dann von der Arbeit kommt, dann sieht man ja dann erst das Kleid an. Weil vorher hast du ja die Kittelschürze an. Die hatten das bestimmt vorher auch an, falls der irgendwie aus Versehen zufällig nach Hause kommt oder keine Ahnung was. Ich glaube, die hatten immer so Sachen. Ne? Mein Mann hat mich in der Kittelschürze erwischt. Das ist bestimmt der Albtraum jeder Hausfrau. Und übrigens, ich bin ja aufgewachsen in Igels bei Innsbruck, die ersten paar Jahre meines Lebens. Und irgendwie muss das in den 70er in Igels bei Innsbruck. Go, Igels. Ja, so ungefähr. Ja. Es muss wohl in den 70er Jahren dort noch üblich gewesen sein, dass die gestandenen Hausfrauen dort auf dem Dorf alle Kittelschürzen getragen haben mit so Prielblumenartigen Mustern. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Also wirklich so 70s-mäßig. Und ich war als kleines Kind überzeugt,
überzeugt davon, dass jede Frau ab einem bestimmten Alter Kittelschürze tragen muss. Und ich wusste schon mit einem drei Jahren, dass ich das nicht will. Ja, okay. Wenn sie erwachsen ist. Also jede Frau, die dann erwachsen wird, muss automatisch eine Kittelschürze tragen. Und ich wollte das nicht. Das war mein Albtraum. Aber dass dich das als, warum hatte ich das als Kind? Ich glaube, als Kind wäre mir scheißegal gewesen, ob da jemand eine Kittelschürze. Nein? Ich hatte schon damals irgendwie ein Faible für irgendwas, was nicht für nicht Kittelschürze drauf. Also den toten Pfannenblick, die anderen ein Modebewusstsein. Fable für nicht Kittelschürzen. Genau, ja. Ich finde den Kommentar nicht mehr. Es geht gerade relativ schnell, aber auf jeden Fall wurde geschrieben, dass das gerade Silvester rettet für jemanden. Und das fand ich wirklich total schön. Oh, sehr schön. Wem auch immer das Silvester rettet. Dafür machen wir es. Es sind 441 sichtbare Menschen. Ich bin völlig baff. Ich kann es gar nicht fassen. Sichtbare Menschen klingen immer lustig. Wir haben auch unsichtbare. Nein, ich möchte jetzt das machen da mit den. Ja. Aber nein, echt? Jetzt? Jetzt schon, aber dann haben wir ja. Das eskaliert ja jetzt schon. Das heißt also, wir haben nur noch eine Stunde und 15 Minuten, da muss jetzt was passieren. Die Leute erwarten doch hier was. Also, das jetzt. Das ist aber wie viele Eintritte haben die denn bezahlt? Doch, die ist da rausgenommen. Achso. Habt ihr das denn schon ausprobiert? Was nein. 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 Ich glaube, dass das mit dem Waschpapier keine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Nee? Magst du es mal erklären, liebe Frau? Also, ich war ja traurig, dass es kein Bleigießen mehr gibt. Mhm. Ich verstehe zwar, dass es kein Bleigießen mehr gibt, aber grundsätzlich finde ich das ja traurig. Wir haben auch. Weil ich halt mein Leben lang an Silvester Bleigießen gemacht habe. Mhm. Punkt. Mhm. Und dann hatten wir das tatsächlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr. Es gab ja dann dieses Wachsgießen, wo das genauso aussieht wie das Bleigießen. Also in der gleichen Packung mit diesen, ne, alles genau gleich, nur es ist halt kein Blei, sondern Wachs. Und das, also bei uns zumindest, hat es überhaupt nicht funktioniert. Okay. So also null. Du machst es halt flüssig und dann ins Wasser und dann macht es halt so eine Pfütze, so eine alberne, die nach nichts aussieht und auch irgendwie, das ist halt einfach scheiße. Das ist so Bleigießen in total Kacke. Und dann habe da ich. Da wurde halt, der Blick sofort wieder leer. Genau. Da habe ich das Wachs sehr lange mit totem Pfannenblick angeguckt. War dem Wachs aber egal. Und ich hatte mir jetzt gedacht, ich will was so ähnlich ist. Also, wo man halt dann so ein. Vor allem, weil wir ja jetzt wissen, dass es. Also, was mich beim Bleigießen gestört hat, war, dass dann immer ja nur so 10 Begriffe da standen. Und wenn du halt was anderes gegossen hast, dann gab es keine Deutung dafür, da muss man sich das selber ausdenken. Jetzt wissen wir ja aber, dass es dieses Traumdeutungsdings gibt, diese Website, wo alles draufsteht. Also das heißt, mit der Traumdeutungswebseite kann man alles deuten. Und jetzt muss man es nur noch herstellen. Und dann habe ich gedacht, wir könnten ja einfach ein Rohrschachttestmäßig was mit Tinte und Papier herstellen, und was man dann vielleicht auch deuten kann. Perfekt. Aber ob das geht, weiß ich nicht. Und der Alexander erklärt jetzt vielleicht mal kurz, was ein Rohrschachttest ist. Ach so, ja. Nee, der Alexander versucht gerade Alexa eine definieren? Tintenpatrone. Also ich finde auch, dass Alexa das definieren sollte. Ich habe jetzt auch Löschblätter bestellt, aber ich glaube, das. Ich habe es gerade geschafft, diese Tintenpatrone zu öffnen, ohne dass hier alles versaut ist. Explodiert ist. Und du hast auch noch nichts an der Nase. Habt ihr blaue oder schwarze? Was ist das für eine. Geht schon los. Warte mal, ich weiß nicht. Das müsste eigentlich schwarz sein. Ich glaube, ich habe schwarz besorgt. Du hast dich geschnitten. Nein. Der Hostmaster hat schwarzes Blut. Ach, schwarz, oh Gott, ich war gerade. Also, ganz kurz, was ist ein Rohrschachttest? Kann das also, der Rohrschachttest ist ein, ist auch ein Tintenklecks-Test, ist ein Verfahren aus der Psychoanalyse mal ursprünglich, gibt es aber auch in anderen Verfahren, da werden dir eben so Tintenklecksmuster gezeigt und dann sollst du darauf assoziieren und die Idee dahinter ist, dass das, was du da so siehst oder vermeintlich versuchst zu erkennen oder was du daraus deutest, Aussagen über deine Psyche. Irgendwas sagt mir, dass das vielleicht Bullshit ist. Oder kann das sein, dass es ist halt unter Umständen ein Opener für eine Therapie. Also genau. Das macht jetzt keine Aussage darüber, wie lange du eine Therapie machen musst oder was du genau für eine Störung hast oder was auch immer, sondern das kann, wenn es hilft, wenn ich überall Messer sehe, dann zum Beispiel. So, Ich sage dazu immer, es ist eine Explorationshilfe. Das heißt, man kann das machen, um überhaupt mal über was zu sprechen. Genau. Na, wenn du jetzt da immer Messer siehst, dann kann ich dich fragen, was macht das so mit dir, wenn du immer Messer siehst? Ja, aber also dafür finde ich solche Sachen tatsächlich gar nicht so schlecht. Okay. Man darf halt nur nicht sagen, der Typ sieht über ein Messer, der ist ein Serienkiller. Mhm. Genau. Oder er isst gerne Schnitzel.
Ja. Deswegen kann man ja nicht sagen, du bist ein Serienkiller, weil es kann ja auch bedeuten, du. Genau. So, ich versuche jetzt das aufzumachen. Also auf, genau, und auf die, also, und dann nur auf eine Hälfte, oder wie ist das? Naja, ich, also ich habe jetzt, ich hab jetzt, ich versuche das jetzt mal. Gefallen. Eigentlich müsste es auf eine Hälfte und dann klappen oder so. Auf eine Hälfte dachte, und dann. Mitte. Nee, ich würde es eher in die auf Mitte eine, und dann falten. Na, in die Mitte und dann wahrscheinlich irgendwie so, oder nach so, außen drücken. So. Damit, oder auf eine Seite und dann. Oh, oh. Ich mach das, so. Soll ich das, oh, jetzt krass, einfach mal machen? Jetzt, oder? Ja, mach mal. Aber das ist ein Messer. Das funktioniert super. Okay. Wie hast du das denn aufgekriegt? Ja, reinpieksen. Ein Taschenmesser. Genau. Halt mal fest, nicht mehr früher? Oh Gott. Genau. Ja, da hatte ich halt. Ich will auch. Ich warte, auch. Warte, warte, das Problem dabei ist. Für eine Aufregung. Das Problem dabei ist, das sieht so aus. Du musst das auch ein bisschen. Okay, du musst auch ein bisschen. Pass auf, lass uns das ernsthaft machen. Toll. Okay. Was siehst du? Alexa, dann mach ich jetzt noch nichts. Alexa, was siehst du außer einer Vulva? Was siehst eine du? Amöbe, da? Eine Amöbe. Eine Amöbe. Ein Pantoffelkleid. Ich gehe auf A. Ja, was ist es denn jetzt? Lexikon der Traumdeutung.de. Amöbe. Ich schau mal, ob es die gibt. Hast du das jetzt gemacht, Alexa oder Alexander? Das war Alexander. Ja, dann muss doch Alexander sagen, was so. Er da sieht. Achso, Entschuldigung. Ja, natürlich. Wobei ich finde, ja, bei Pärchenabend kann das auch ruhig so sein, dass die Frau sagt, was das bedeutet. Ich sehe da definitiv einen Hinkelstein. Oh, ich weiß nicht. Okay. Falsch. Felsen würde vielleicht da stehen. Vielleicht steht auch Hinkelstein. Wenn jetzt Hinkelstein bei dem Traum. Ein Yeti-Fußabdruck. Können wir uns jetzt bitte auf was einigen? Ich Hinkelstein. Hinkelstein. Ha. Oh, es gibt wirklich wahnsinnig viele. Es kann nicht sein, dass da Hinkelstein steht. H-I-J-K-L-L-M. Heuwagen, Hierarchie, Hiebe, High Society, Hilflose, Hilf. Hinkelstein. Existiert nicht im Traum. Ich nehme Felsen. Ja. Ist okay, Alexander? Naja, die Hinkelstein. Der Blick wird schon ganz leer. Gibt es denn, oh, einen Gott. Kieselstein? Ja, Kiesel vielleicht. Ach so. Hast du nicht, das jetzt? Nicht, nein, nein, ist nichts passiert. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Also, es gibt hier wirklich. Mit der Tintenpatrone. Es ist unfassbar. H-I-J-K, Fell, Feld, Fell. I-F-G. Fell. Wir haben keinen Tintenfehler Felsen. Gekauft. Felsen. Felsen, dann nimm Felsen. Die Traumdeutung des Traumsymbols Felsen. Das ist so cool, was wir hier gerade zusammenbauen. Ne? So machen das übrigens Schwurbler. Irgendwas, genau, komplett aus dem Zusammenhang nehmen und dann ja, neu zusammenbauen. Ja, das ist super. Also es ist wichtig. Ich lausche. Ich aus europäischer Sicht übrigens steht hier extra nochmal. Ah, gut. Auf trockenem Stehen. Bedeutet Arbeit, Mühe und Kampf, ja, lässt aber auf ein Gelingen deiner Pläne hoffen, Alexander Waschkau. Von Wasser umgebene Felsen sehen, Probleme werden sich schnell lösen. Nee, nee, der ist trocken, der Fels. Okay, hast du das Gefühl, du möchtest diesen Felsen erklettern? Also, ja oder nein, das muss ich wissen. Das ist doch eigentlich ein Hinkelstein. Jetzt lass doch den Alexander mal, du beeinflusst den doch jetzt da. Genau. Also, hast du das Gefühl, du möchtest den Hinkelstein erklettern, Alexander? Nein. Du kannst es ruhig sagen. Ist okay. Nein, nein, ist okay. Nein. Nein. Okay. Dann ist okay. Dann gehe ich weiter. Moment, vielleicht ja doch. Jetzt warte mal. Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Ist es eher ein Küstenfelsen? Was? Naja, ist es ein Felsen an einer Küste? Wirklich? Nein. Hinkelstein ist richtig, hätte ich gesagt. Ihr hättet gesagt, ich soll das deuten. Ist es ein. Können die Frauen im Raum mal ganz kurz? Nein. Ich versuche das hier ernsthaft zu machen. Okay. Hast du das Gefühl, auf diesen Felsen bauen zu wollen? Nee. Nicht viel. Auch nicht. Nein. Bei der Größe. Möchtest du von dem Felsen herabsteigen? Nein. Ist doch gar nicht klar. Sag mal, okay. Hast du Angst vor dem Felsen, von dem Felsen herunter? Nein. Okay, dann kommen wir zu spirituell. Auf der spirituellen Ebene stehen. Ja, ich hab's versucht. Stehen. Ich möchte ihn tragen. Es ist ein Hinkelstein. Das muss steht nichts von tragen. Ja, ich lache ja nur. Herabsteigen, auf Felsen bauen. Nein. Ich weiß so. Ja. Also, spirituell. Kann ich bitte? Ja, bitte. Auf der spirituellen Ebene stehen Felsen in Form einer Barriere für einen Durchgang zu einem neuen Lebensabschnitt. Er zeigt das Bild der Unbeweglichkeit und Festigkeit. Er warnt dich aber auch davor, Alexander Waschkau, Ziele nicht zu hoch zu stecken. Klingt nicht zu hoch. So. Das war's jetzt? Das war's. Nächster bitte. Oh, okay. Machst du? Soll ich das mal in die? Also ich bin total, okay, total erfolgreich, ja, wenn ich mir nichts vornehme. Also das ist die Kurzfassung. Ja, nimm dir nichts vor, geht nichts schief. So. Ein bisschen Mühe ist trotzdem dabei, oder wie? Ja, ist trotzdem anstrengend. Unfassbar anstrengend. Super, danke dir. Alexa, du hast ja das nächste. Hast du schon? Ja. Oh, du hast Sylt gekleckst.
Na, ich sehe da, ich sehe eine Ameise. Jetzt lass doch mal Alexa bitte. Ach wohl, stimmt. Nein, ich sehe eigentlich eine Ameise ohne Fühler von oben oder so. Eine Ameise ohne Fühler. Ja, sehr gut. Okay. Ganz Ameise. Alleine Ameise diese Interpretation. Ameise it is. Okay, Ameise, ich hätte das Urmel da gesehen übrigens. Ich hätte eine Frau mit einer Hochsteckfrisur. Ich sag ja, eine möblierte Dame. Dann ist die Frisur vorne, das kann ja, die, ja nicht die, sein. Die guckt nach hinten. Meine sehr verehrten Damen und Herren. 180 Grad Exorzist. Bitte, bitte, ich bitte um Gehör. Ja. Sie können sich jetzt aussuchen, Frau Waschkau. Oh Gott. Oh Gott. Oh möchtest du lieber Ameisenhaufen oder, Achtung bitte, auch liebe Freunde da draußen, Ameisenbär. Aber Ameisen sind. Nein! Das geht, man träumt ja, ausschließlich von Ameisenhaufen oder Ameisenbär. Das finde ich jetzt aber. Naja, also, wenn eine Ameise im Ameisenhaufen wohnt, dann nehmen wir doch den Haufen. Aber es sieht ja nicht aus wie ein Ameisenhaufen. Nee, das ist eine einzelne Ameise. Nee, es sieht aber auch nicht wie eine Ameise aus. Die haben ja gar keine. Ameise wird das denn Insekt? Ja, Insekt. Sehr gut, sehr gut. Genau. Gut. Als Vorschlag zur Güte. Aber Ameisenhaufen wäre auch interessant gewesen. Ja, aber das Vielleicht befand sich die Ameise auf dem Weg zum Ameisenhaufen. Inkubus. Ich verstehe. Oder zum Ameisenbär vielleicht. Ich verstehe jetzt aber, warum Tommy eigentlich keine Spiele spielen will in der Sendung. Ich bin mir jetzt gerade sehr transparent. Insolvenzinstallation. Insekt. Man kann von Insolvenzverfahren träumen? Na klar. Das frei, da wie der Klecks aussieht, möchte ich mal. Okay. Na, das ist ja Traumdeutung, nicht so. Rorschach. Ja. Entschuldigung. Ich habe Insolvenz gekleckst. Okay. Oh Gott, ich habe mir eine Insolvenz gekleckst. Also, hast du das Gefühl, von Insekten umschwärmt zu werden? Nein. Ah, du siehst ein Insekt, richtig? Ja. Dann bekommst du es mit einem lästigen Schwätzer zu tun. Ich kann auch ruhig sein. Ich kann auch ruhig sein. Okay, say no more. Das ist jetzt Alexas 2021. Ja, super. Lasst uns bitte. Bei mir bleibt alles gleich, wenn ich mir nichts vornehme. Das darf ja mal sehr anstrengend. Und du hast halt weiter ein Jahr den Schmetzer um dich rum. Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz einschränken bemerken, ich als Fachfrau für Lexikon der Traumdeutung. Das war jetzt die europäische Sicht auf das Insekt. So. Das Traumsymbol Insekt aus arabischer Sicht steht noch aus. Siehst du es jetzt mehr so im Mental kriechen oder fliegen? Kriechen. Weil Ameisen fliegen ja nun nicht. Ja, nee. Das tut mir so leid. Naja, manchmal. Kann ich noch gehen? Ich möchte darauf hinweisen, dass da schon sehr viel Auswahl ist, aber ausgerechnet da steht. Mann, sammle dich. Meide hinterlistige Schwätzer. Nein, doch. Aber die Koffer stehen im Keller, ne? Dein Leben ist im Arsch. Ja. Ich habe meine Schwätzer und du musst sie meinen. Schade. Ja, warte. Das ist aber tut mir so leid, das war meine Idee. Warte, Traumsymbol. Lass uns mal einen Moment noch bei Alexa bleiben. Schau mal, ich merke, dass das 23 Jahre ist alles gut gegangen und dann kam der Pärchenabend. Ich kann dir an der Stelle jetzt schon mal sagen, bei der Traumsymbol Insekt aus indischer Sicht ist der Schwätzer nicht aufgeführt. Das wird der letzte Pärchenabend gewesen sein. Ja. Okay. In diesem Jahr definitiv. Da gibt es den Auswahl. Fliegen, gestochen werden oder haben. Haben? Ja, ich glaube, wir haben es, oder? Ja. Okay, du wirst guten Verdienst erlangen. Oh, immerhin. Oh, aber nur den Schwätzer, ne? Nein, das steht doch da. So. Aus persischer Sicht, das Traumzeichen mahnt, die Wiederholungen und Umbilden des Alltags nicht gering zu schätzen, sie zu bewältigen, als notwendige Aufgaben des Lebens anzuerkennen. Mhm. Warum steht denn da so viel und beim Alexander war das so viel? Er hat ja aber Nein gesagt, ich hätte eine Menge vorlesen können. Die psychologische Sicht.
Der Traumdeutung, das Traumsymbol Insekten. Da steht Traumsymbol. Insekten wie Ameisen, Spinnen, Küchenschaben und ähnliches symbolisieren im Traum meist Inhalte des Unterbewusstseins. Wenn im Traum sehr viele dieser Tiere auftreten, ist dies stets als Gefahrensignal zu verstehen. Stets. Insekten signalisieren nervliche Störungen des Träumenden. Also entweder der Schwitzer oder ich bin gestört. Ja. Okay. Du hast ja Gott sei Dank nicht geträumt, sondern nur gekleckst. Ja, okay. Das sind dann Einzelne Insekten ja. können das Gefühl zum Ausdruck bringen, dass der den Träumenden etwas stört oder auf die Nerven geht. Was der Schwitzer vielleicht. Du bist schon ganz klein geworden. Alexander rutscht immer weiter nach oben. Insekt weist häufig auf verdrängte Erfahrungen oder Schuldgefühle hin. Andererseits verkörpern sie möglicherweise Gefühle von Bedeutungslosigkeit. Wie der Traum gedeutet wird, hängt davon ab, um welche Insekten es sich handelt. Ach so. Eine Wespe ist Gefahr, ein Käfer ist Schmutz. Wird man von einem Insekt gestochen, kann das Krankheit, Misserfolge und Verluste ankündigen. Tötet man das Insekt, wird man mit den Schwierigkeiten auf einfache Weise fertig. Gut, ja. Okay. Was ist denn das für ein Tipp? Naja. So, ich möchte jetzt aber gleich mal euch beide bitte vorlesen. Ja, das muss ich hier gleich mal. Also lexikon-der-traumdeutung.de. Die werden sich wundern, was sie heute für ein gigantisches Ausmaß an Klicks haben. Lieber Alexander, noch ein kleiner Hinweis. Wenn du dich so weit vorbeugst, dann schneidet es dir den Kopf ab und du siehst aus wie Herman Munster. Ich muss nur ganz flachen Kopf plötzlich. Aber ich rede dann nicht. Naja, gut, Hauptsache nicht schwätzen. Alles gut, ich habe die Seite jetzt offen. So, Sophie, du zuerst? Ich habe schon. Okay, dann. Ich werde das jetzt. Oh. Okay, halt's mein Trieb. Wieso hast du denn so ein schönes Ding gekriegt? Ui, wie hast du das denn gemacht? Das ist ja toll. Das sieht ja richtig. Okay. Was siehst du? Ich sehe da zwei. Also, ich würde jetzt nur die eine Seite interpretieren. Also, das sind zwei. Geht nicht. Muss beide. Was ist das? Das sind halt zwei Männer mit einem Rucksack. Die sich gegenüberstehen. Ja. Und umarmen? Oder so. Aber stimmt, es sind zwei Männer mit Rucksack. Mhm. Ja. Warte, ich halte es mal. Ihr vor rein für euch, schaut mal. So, jetzt aber Männer gibt es gar nicht so. Mann. Und auch nicht Mann, Singular. Ja, Mann mit Rucksack. Oder Wanderer. Man muss da ein bisschen beweglich sein. Wanderer ist vielleicht ganz gut. Oh, Wanderer könnte es sein. Oder? Gibt es auch eine Wandererin? Geht das? Ja. Okay. Wahnsinn, Wagnis. Nein, es gibt auch keinen Wanderer. Was? Es muss doch einen Mann geben. Dann müssen wir uns auf den Rucksack wahrscheinlich kaprizieren. Mann. Aber ich sehe einen Mann mit Rucksack. Ja, ich gucke ja mal. Reisender, kannst du auch versuchen. Reisender Mann. Also man wird ja wohl von einem Mann mit Rucksack träumen können. Und dann wird das ja wohl irgendwas bedeuten. Ich hätte den Reisebegleiter anzubieten und das Reisegepäck. Reisende. Ach. Dann nehmen wir die Reisenden. Ja. Reisende ist gut. So. Bin dafür. Yes. Allgemeine Traumdeutung des Traumsymbols Reisende. Reisende sollen nach altindischen Traumbüchern anzeigen, dass der neue Lebensweg erfolgreich verlaufen wird. Ha! Mhm. Finde ich gut, die gut. Deutung. So, aus europäischer Sicht. Du siehst sie ja, also dann kann ich das alles vorlesen. Aus europäischer Sicht verkündet eine baldige Reise oder Besuch von außerhalb. Okay. Krass einfallslose Hintergrund. Aus arabischer Sicht, ich kann nichts dafür. Ja. Auf arabischer Sicht immerhin aufregende Verhältnisse. Okay. Sehen gleich aufregende Verhältnisse. Genau. Und aus indischer Sicht die Erfüllung deiner Wünsche. Yay. Rundum positiv. Ich bin hochzufrieden. Und dann vielleicht nochmal die psychologische Sicht der Traumdeutung des Traumsymbols Reisende. Geht mit uns auf die Reise. Was? Es übersetzt eigene Seelenteile, die über unsere psychische Konstitution und Lebensführung etwas aussagen. Was? Ach Quatsch. Gehen Sie mit uns auf Reise, sind es übersetzt eigene Seelenanteile, die über unsere eigene psychische Konstitution und Lebensführung etwas aussagen. Wer hat den Satz hingeschrieben? Was sagen Sie denn? Es ist also darauf zu achten, welchen Typus man im Traum seine Zuneigung schenkt, welcher Wesenszug uns gewissermaßen in seinen Bann zieht. Der Rucksack? Was? Der Reisende. Der Reisende. Das ist der Rucksackinhalt vielleicht. Dafür bin ich echt zu doof. Ja, das.
Das ist jetzt auch aber das, du das hast alles. Ja, das Psychologische, das verstehen wir nicht. Das Psychologie? Nee. Aber gibt es denn nicht Mann? Nein. Also Mann? Ja, aber so ist das. Aber ich bin sehr zufrieden. Also, ja, warum ist das denn bei dir so harmlos? Warte mal, ich kann mal gerade. Ja, halt harmlose Sachen. Der war ja auch besonders schön, der Klecks. Ihr habt normales Papier genommen, ne? Ja, okay. Das wäre so, das war Löschpapier. Ich weiß nicht, vielleicht ist es mit Löschpapier besser. Ich habe. Nee. Soll ich nochmal auf Löschpapier? Nee. Nee, im Gegenteil, ob wir das auf normalem Papier noch machen. Ach so, ja, vielleicht. Naja, ich habe halt, also ich habe es gefaltet, aufgefaltet und auf die einen Seite halt die Tinte und dann zugefaltet und so verrieben. Ich glaube, dass beim Löschpapier lässt sich es halt nicht so verreiben, weil das ja direkt Gewalt sofort einzieht. Ne? Vielleicht ich bräuchte ganz kurz Löschpapier, um die überflüssige Tinte, ich habe es ein bisschen übertrieben. Wie so meine Art ist. Ja, das war jetzt nicht so ergiebig, leider. Entschuldigung. Ja, das war nicht so ergiebig. Ich bin hochzufrieden. Das war jetzt halt nicht so lustig, aber dafür wird mein 2021 halt super. Also, so. Also, ich habe, ich glaube, also, das ist schwierig. Ich sehe so eine Mischung aus dem Schlaumännchen und dem Slimer aus Ghostbusters, der so macht. Ich zeig's euch. Slimer. Schau. Oh, geil. Wow. Na, ja. Also, seht ihr? Ja, also, ich guck mal. Fröhlicher, so bei Gespenst fröhlicher oder Geist oder so. Ja, warte mal, Slimer mit, habe ich hier. Slimer mit Victory-Zeichen. Ach komm, jetzt hör auf. Geist. Guck mal unter Geist. Hier schreibt noch jemand Saurons Auge mit Übergewicht. Oder ein Gummibärchen. Nee, aber der Slimer, okay. Ja, Geist. Sputnik via Ketzer Podcast schreibt Löschpapier. Wer hat das letzte Mal Löschpapier benutzt? Ja, stimmt. Der muss es bestellen. Ja. Genau. Also, Geist. Wo gibt's denn das im Freienhandel? Oh Mann, jetzt kommen aber hier Romane. Muss ich mir groß machen, ich sehe nicht mehr so gut, ich bin alt. Also, allgemeine Traumdeutung des Traumsymbols Geister. Ganz tief im Inneren haben alle Menschen Angst vor dem Tod. Oh nein. Ach was. Im Traum können die Geister von Verstorbenen den Träumenden dabei helfen, sich mit dem Unvermeidbaren abzufinden. Aha. Ob dies geschieht, hängt stark davon ab, ob Geister in der Vorstellung des Träumenden Raum haben. Raum haben? Raum. Was soll das denn? Ja, gibst du ihnen viel Raum in deinem Traum? Das müssten wir nochmal erarbeiten. Also ich meine, er kann machen und Victory-Zeichen. Also darf der darf schon eine schon, Menge. Ist schon Raum, ne? Ja. Geist kann das Bewusstsein, die Antriebe, Neigungen und Ziele eines Menschen verkörpern. Zum Teil steht er auch für eine Entwicklung, die bereits im Gang gekommen, aber noch nicht voll bewusst geworden ist. Zuweilen ermahnt das Symbol jedoch, keinen Hirngespinsten, falschen Hoffnungen und unrealistischen Erwartungen anzuhängen. Was lassen da so blöd? Träume von Geistererscheinungen können auf Verluste von nahestehenden Menschen hinweisen. Aha. Doch kann es sich auch um wirkliche Begegnungen auf einer anderen astralen Ebene handeln, die wir im Schlaf mit einem Teil unseres Wesens herausgelöst sind und Mitteilungen aus anderen Welten empfangen können. Ist das grammatikalisch wirklich so? Da wir im Schlaf mit einem Teil unseres Wesens herausgelöst sind und Mitteilungen aus einer anderen Welt empfangen können. Yeah. Oft ist die Erscheinung eines Geistes jedoch Spiegelung eines Wesensanteils von uns selbst, das uns gegenübertritt. Sag mal, ganz ehrlich, beim Bleigießen, ja, habe ich hinten so ein kleines Stück Pappe. Und auf dem kleinen Stück Pappe, da sage ich zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, ich sagte, oh, ich erkenne einen Satelliten. Dann habe ich geguckt, Satellit gab es nicht, aber Sputnik gab es. Und dann habe ich bei Sputnik geguckt und da stand, bei Ihnen piept es manchmal. Das ist die Art von Interpretation, die ich mir eigentlich gedacht hatte. Jetzt hast du einen Roman vorgelesen. Ich bin noch lange nicht fertig. Das war die allgemeine Deutung. Das würde jetzt noch schon lange heißen. Warte mal. Ich kann aber, lass uns doch mal gerade. Genau, eben, weil wir müssen ja eigentlich. So, Bleigießen, Deutung und Symbole. Machen wir das nochmal ganz einfach. So. So, jetzt haben wir hier. Da wirst du jetzt wieder Geist nicht finden. Doch, warte doch mal. So. Könntest ist du, meinst Internet? Du kommst dann diese Taschentücher? Nee, Geist gibt's nicht. Gibt's denn Reisende? Vielleicht kriegen wir hier eine ganz andere. Ach, du hast jetzt Bleigießendeutung gesucht. Ja, genau. Das ist halt nicht so. Nee. Nicht so. Nee, die sind sehr bescheiden, ehrlich gesagt. Ja, also ich wüsste gerne, warum habt dann ihr. Dann machen wir weiter. Warum hast du denn nur so eindeutige Dinge da.
Also ich musste da irgendwann auswählen, da als es um Felsen ging, ob du den, also ob, wie deine Beziehung zum Felsen ist und so. Nein. Das ist alles, das ist einfach. Das sind jetzt hier seitenlang, so. Das ist seitenlang. Tut lieber. Nein, das ist ja nicht. Geist meint Geist ja nicht. Geist aus persischer Sicht, Intellekt, sondern die psychologische Sicht der Traumdeutung des Traumsymbols Geister. Aber ich überspringe jetzt mal die ganze Welt, weil das nochmal viel. Überspringe doch mal die ganze Welt. Das klingt toll. Nur kleine Kinder haben eine Chance, im Traum einen Geist bzw. ein Gespenst zu sehen. Was? Manchmal ist ein Schreckerlebnis der Auslöser solcher Träume. Obwohl sich selbst bei Kindern das Gespenst oft als Schatten einer tatsächlich existierenden, aber unbeliebten Person entpuppt. Wieso zum Beispiel eines, Kinder? Zum Beispiel eines Lehrers, eines, ich kann doch nichts dafür, das steht hier, eines bösen Nachbarn und so weiter. Erwachsene, jetzt kommt's mal, sehen meist die Schatten verstorbener Freunde, Verwandter oder Feinde. Die Analyse zeigt meist, dass die Geister nicht die betreffenden Personen darstellen, sondern den Schatten von deren Eigenschaften. Alexander, ich meine, wir kennen uns jetzt nur flüchtend, aber glaubst du, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, du als analytisch denkender Mensch, was glaubst du, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendjemanden kenne oder kannte, der aussieht wie eine Mischung aus Slimer und dem Michelin-Männchen und macht... Es geht doch um die Symbolik. Es geht doch um die Symbolik eines Feindes, der so macht. Warum soll denn einfach... Weiß ich doch nicht. Es geht doch um die Deutung. Aber dann sind das bestimmte Eigenschaften des Feindes, die sich als Slimer manifestieren. So hätte ich das jetzt sehr gut verstanden. Aha. Aber welche Eigenschaften können sich denn als Slimer manifestieren? Ja, der frisst doch die Pizza und fliegt dann so auf die Kamera zu. Slimer ist total anarchisch, der macht immer alles kaputt. Aber das ist jetzt für einen Feind auch nicht so unbedingt außergewöhnlich. Das ist eine wie Rudolf Steiner lesen. Das ist eine Aneinanderreihung von inhaltsleeren Sätzen. Ja. Das ist ja unerträglich. Aber bei dir kommt ein Schwätzer raus. Super. Ja, genau. Hier schreibt Simeone, schreibt, Tommy, ist das irgendwie zu deep. Genauso ist es. Ja, das ist allen zu deep. Also ich bin hochzufrieden. Oh, Pixelfried83 schreibt, schnell mal Sunnyfox fragen, ob alles okay ist. Also das ist so wirklich, das sieht doch nicht aus wie der Sven Fössing. Der Sven fände es bestimmt sehr, sehr lustig. Ich glaube, das sieht schon ein bisschen, es sieht ein bisschen aus wie der Sven. Wo ist es denn? Ich habe das da, warte mal, also unter dem Aspekt... Pixelfee, ich halte dir das jetzt mal in die Kamera. Vielleicht kannst du ja einen Screenshot machen. Das war jetzt auch ein bisschen. Aber oder? Weil der Sven hat auch, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der Sven hat so er wirft ein Fössing. He throws a Fössing, weil er nämlich immer, wenn er Selfies macht, auf einer Con oder so mit irgendwelchen Stars, der ist ja auch da Betreuer und so weiter. Den Gesichtsausdruck, ne? Macht er immer den gleichen Gesichtsausdruck, nämlich... Und das ist interessant, weil es hat tatsächlich was von diesem Blick. Du hast Sven Fössing getintenkleckst. Ich habe Sven Fössing getintenkleckst. Naja. Doch, ganz gut. Oh. Warte, ich guck mal da. Es war als besser als zwei Reisende mit Rucksäcken. Alle schreiben auch, das ist der Sunnyfox definitiv, dass wir das nicht gleich gesehen haben. Da könnte man ja unter Schiff, guck mal, unter Schiff. Achso, ja, und er wurde ja nach John Belushi geformt, der Slimer. Insofern ist das ja eigentlich ein Lob. Ja, das stimmt. Ich könnte jetzt ja nach Kollege mal. Oder ist es mehr Freund? Ich weiß es nicht. Kollege passt doch mit. Der Sunnyfox ist doch ein Kollege. Kollege. Was Posage steht ja, da. Ja, aber nicht wirklich. Alexa, kannst du schon mal weiterklecksen, bitte? Ach so, dann machen wir das jetzt. Das sollten wir schon nochmal machen. Ich will nämlich auch jetzt mit normalem Papier und mit Löschpapier. Genau. Ne? Moment, wir müssen kurz umbauen. Warte, das ist aber nicht. Auch interessant. Ja. Warte, dann muss ich das Der sieht aber cool aus hier. Ich habe vorhin ja das abgetupft, ne? Und ich habe einen Teufel, der quasi so dasteht. Und er hat vorne einen Dreizack und hinten kommt der Schwanz hoch. Ich zeig's mal euch. Ne, ihr seht es nicht. Nein, das ist zu ausgebrannt. Warte mal, vielleicht wenn man... Ah, doch, da kommt es, schau. Ah. Ja. Alexander, gerade überhaupt nicht interessiert. Nee, sollte ich nicht. Nee, okay. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um meine... Das sieht interessant aus, was du jetzt gemacht hast. Wow, das sieht... Oh.
Okay. Ich sehe schon wieder irgendwie. Aber wie ich sehe schon, dass die Idee Rohrschachttest statt Bleigießen grundsätzlich. Ich hätte mir das patentieren lassen sollen. Ja, ist so eine gute Idee. Ne? Und ja. dann damit ja, total reich werden mit so einer. Du musst ja. dann nämlich wissen, meine Hände auch. Aber egal. Das, okay. Alles gut. So, und jetzt? Geil. Ich hab ja, okay, dann du. Ein Alien. Ein Alien. Das ist eindeutig ein Außerirdischer. Ja, das ist ein Außerirdischer. Der hat einen sehr kleinen Körper. Mit Augen und hier so Fühlerchen oben und hier das. Ja, so eine Antenne und der hat einen sehr kleinen Körper, auf dem er so. Ja, einen riesen Kopf. Der sieht echt kurz aus. Guck, okay, Alien. Ich guck nach. Alien. Außerirdische, genau. Ja, Außerirdische. Da gibt's bestimmt jetzt. Ja. Warte, ich muss erst meine. Soll ich das auch nochmal machen? Onkel, ja, mach das auch nochmal. Strenger Lehrerbrille, meine Lehrerin. Brauchst du eine neue? Brauchst du mehr Tinte? Nee, ich glaube, das geht. Hattest du das vorher schon gefaltet? Nee, ne? Doch, ich hatte es einmal vorher gefaltet. Ist egal. So, ich. So. Ja, und jetzt mache ich das. Alimente. Nee. Da muss ich auf Außerirdische gehen. Ali und Rudimente, das war doch auch so. Ach, liebe Zeit. Die Brüder Mente. Ja. Die Älteren erinnern sich. Aus. Was ist denn jetzt? Also, dass die Alien nicht haben. Oh. Ist doch besser mit normalem Papier. Ja, viel, viel besser. Das funktioniert mit dem Löschpapier überhaupt nicht. Was geil. Was ist, ist Kunst. Daraus mache ich. Das müssen wir uns an die Wand hängen. Daraus mache ich mir einen Schieferuntersetzer. Hast du diesen Außenseiter? Hast du diesen Stift, den ich da. Guck mal, da mache ich einen ausgezeichneten Gag und der Krapfers hört ihn nicht. Was oder er ignoriert ihn. Ja, wir sind hier beschäftigt gerade. Ja, ich hab gerade einen so genialen Tintenklecks gemacht, dass es Kunst ist und daraus mache ich einen Schieferuntersetzer, glaube ich. Ja, cool. Siehst du so. Selbstreferenzielle Witze, sehr gut. Ja. Das ist der richtige Weg. Macht ja sonst keiner einen Scheiß. Nee, wie soll auch jemand anders über dich einen selbstreferenziellen Witz machen? Das kann man nur selber. Alien gibt's nicht und Außerirdischer gibt's nicht. Ich schau mal unter M wie Marsmensch vielleicht. Ansonsten hätte ich noch Monster. Ja, das geht natürlich auch. Nee, aber wenn es doch ein Alien ist, vielleicht gibt's außerirdische Monster. Ist nicht Marsmensch so ein alter aber Begriff? Die werden doch bei der Traumdeutung, also sie haben jeden Scheiß, für Käse gibt's 8 Millionen Kategorien und dann kann man nicht von Außerirdischen träumen. Vor allem Außerirdische, das ist doch der Klassiker. Ja, eben. Ja. Ach nee, die sind ja dann in echt. Ach so, diese Kategorien. Entführung, genau. Das Viech hat mich aber nicht entführt. Also, Das ist enttäuschend. Nee, das ist mir, genau. Modehaus. Das ist so süß. Es gibt Leute, so die von einem Modehaus träumen. Oder mutierte Maus oder so. Guck mal. Mutation. Guck unter mutierte Maus. Genau. Ich glaube, ich schaue unter Monster. Was ist Mörser, das? Mörser, Morphium, Morgenstern. Es ist unfassbar, was die alles haben. Aber nicht, dass du dran klickst. Monstranz, Monstrosität. Nichts. Was? Ja. Das gibt's so nicht. Oder warte mal, enttäuscht von es Seite. Lädt noch? Nee, nichts. Also das finde ich jetzt wirklich bescheuert. Da muss ich jetzt echt mal gucken, ob ich bei einem anderen Traumdeutungsding fündig werde, weil das ist ja wirklich lächerlich. Es muss doch Alien geben. Mhm. Diese Seite kann ich nicht empfehlen. Mhm. Also hier. Ah, hier, traumdeutung.de, nur hier das Original. Die kann ich ja mal probieren. Da gibt's, auf der falschen Seite. Da kannst du ein Traumsymbol suchen. Mhm. Alien. Alien. Suchen. Ah, perfekt. Aha. Da ist. Oh ja, die sehen sogar ähnlich aus wie das. Gibt es auch einen Hinkelstein? Worauf lässt sich der Traum von einem Alien zurückführen? Worauf will das Alien hinweisen? Bei der Deutung eines Traums ist von großer Bedeutung nicht nur das Traumsymbol, sondern auch die Details. Also, der Traum von einem Alien kann laut der allgemeinen Traumdeutung, die klassische jetzt, ne, auf ungewöhnliche oder wenig bekannte Persönlichkeiten. Europäisch oder persisch? Das ist bei dem hier nicht relevant. Wenig bekannte Persönlichkeitsteile des Träumenden hinweisen. Der Träumende empfindet die eigenen Eigenschaften als fremdartig, beziehungsweise sie passen nicht zu seinem eigenen Selbstbild in der Wachwelt. Ui. Ja. Das überraschende, ist das ein überraschendes Zusammentreffen mit dem Alien vielleicht? Naja, es war weniger überraschend. Ich habe es eher drauf angelegt. Ah, okay. Fühlst du dich jetzt davon verfolgt vielleicht? Nein. Nein. So ein nettes Alien. Okay. Ich glaube, es ist sogar eher ein bisschen zurückhaltend. So klein. Oh, dann ist das was ganz anderes. Das schüchterne Alien von nebenan. Okay. Wenn der Träumende dem Alien negative, nee, hast du nicht,
Zieht der Träumende das Alien im Traum zusammen mit einem UFO? Interpretiert dies die psychologische Traumdeutung? Die psychologische Traumdeutung als ein Zeichen für kreative Ideen, welche der Träumende bald entwickeln wird. Du solltest dich aber davor hüten, den Boden der Tatsachen zu verlassen. Die Ideen sollten sowohl ausgereift, Alexa, als auch umsetzbar sein. Sagt das UFO. Okay. Gut. Das ist die Seite traum-deutung.de ist noch blöder. Kannst du da mal Hinkelstein eingeben? Mach ich sofort. Vielleicht. Hinkelstein. Sieht aus wie damals in der Grundschule. Das ist unglaublich. Das hatte ich seit, ja, ich weiß nicht, seit wann ich, nee. Also, ich habe Hinkelstein keine eingegeben. Tinte mehr benutzt. Ich bekam dafür Huhn. Ja, Huhn. Das ist das Nächste. Ja, Ei. Hör mal. Ja. Oh. Ja, das Ei. Ist. Aber jetzt so im Nachhinein darum deuten. Nee, das ist Ei. Ich habe hier noch was anderes liegen. Das sieht wirklich sehr eindrucksvoll aus. Das muss ich sagen. Das wir können jetzt das Ei machen oder das Neue? Okay. Nee, pass auf, dann machen wir das Neue. Okay. Krach. Weil das sieht wirklich, das sieht, finde ich, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Holy shit, ja. Oh, wow. Aha. Das ist für mich ein Hummer. Ein Hummer? Dieses Kunstwerk ist für dich. Was? Du siehst da einen Hummer? Was soll das denn sonst sein? Doch, klar. Also wenn man eine Hummerschere. Den also eigentlich so eine Hummerschere und der Rest ist so gedönst dran. Das ist doch Pflanze. Das ist eine. Das ist doch, sind doch Menschen, die miteinander tanzen. Nein, es ist ein Hummer. Was und zwar, das? Und zwar darf ich sagen, das ist ein Hummer, weißt du, der auf dem Grill schon liegt, der so aufgespreizt ist. Ah. Traumdeutung Hummer. War überhaupt kein Problem, den zu finden. Danke. Hummer leben unter Wasser. Captain Obvious! Berührung zu unserem normalen Alltagsleben haben sie in der Form, dass sie als Delikatesse gelten. Ist das die Deutung jetzt, oder? Das steht in der Einleitung. Und das Zubereiten und Verzehren des Tieres vielen Menschen Freude bereitet. Auf der Kochseite. Jedoch kommen regelmäßig Diskussionen auf, ob die Tötung des gefangenen Hummers betreffen. So, Hummer können von Bedeutung sein. Es kommt vor, dass Menschen einen Hummer sehen, träumen oder davon träumen, einen zu verspeisen. Wie kann man das interpretieren? Der Hummer ist als Traumsymbol. Sie wissen das auch nicht. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Nach allgemeiner Auffassung ist der Hummer als Traumsymbol ein glückverheißendes Zeichen. Er kann sich auch auf private Angelegenheiten des Träumenden beziehen. In seinem Liebesleben bzw. in der Partnerschaft wird er, der Träumende, in nächster Zeit sehr glücklich sein. Auch sein häusliches Leben wird allgemein harmonisch sein. Oh. Genau. Ebenso könnte es. Aber auch anders sein. Sofern der Betroffene dazu bereit ist, bald zu einer befriedigenden Liebesaffäre kommen. Aha. Was ist los? Moment. Das Verspeisen eines Hummers. Als warnendes Zeichen verstanden werden. War es nicht, oder? Nein, ich habe den nicht gegessen. Der Hummer symbolisiert nach dem psychologischen Deutungssatz, den ihr als Diplompsychologe natürlich der Hummersatz, ganz bekannt. 1973 das erste Mal postuliert. Wohlstand und Reichtum. Naja. In spiritueller Hinsicht kann der Hummer im Traum ein Symbol für Auferstehung sein. Super. Was von wem jetzt? Vom Alexander. Achso, du meinst von dem Hummer. Wenn man ihn, nein, oder von. Weißt du, der Hummer? Also. Ein letzter Hinweis noch, den ich nicht auslassen möchte. Möglicherweise spaltet sich der Träumende von seiner Außenwelt ab und neigt dazu, sich in Wunschvorstellungen zu flüchten. Das ist schon wieder scheiße. Es ist wichtig, dass diese nicht überhand gewinnen und dass der Betroffene sein reales Leben aktiv gestaltet und lenkt, in welche Richtung es gehen soll. Das ist so ein allgemeiner Scheißdreck. Wie großartig. Ja, ich finde, da musste Alexander schon, ne? Alexander, da musst du jetzt schon mal. Ja, ich muss das alles lenken. Nix vornehmen, wenig reden, genau. Aber super Ehe. Therese Kugel schreibt, Prust, mein Mann kriegt Hummer-Essverbot. David Illich schreibt, manchmal ist ein Hummer einfach nur ein Hummer. Je länger wir das machen, desto mehr taste ich mich an die tote Pfanne ran. Sehr gut. Du kannst es auch mit dieser Augenbraue, die macht mir Angst. Wenn du die Augenbraue machst, dann habe ich Angst. Dafür kann ich nichts. Eli Bell schreibt, ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich noch nie von einem Hummer geträumt habe. Bist du dir sicher?
Vielleicht hast du es verdrängt. Ja, genau. Kann sein. Kann sein. Komm, jetzt wir nochmal und dann ist aber Kannst Schluss. Kannst du aber bei dem Ding jetzt mal bei Wanderer gucken, wo dort da alles steht? Weil ich ja eigentlich Wanderer gesehen habe. Stimmt. Man kann doch jetzt hier nicht einfach immer, na gut. Wieso? Ja, kann man natürlich. Wanderer. Wir können auch Horoskope vorlesen. Schlamm. Das ist, glaube ich, genauso, genau. Man bietet mir an Schlamm, Wald, Reh, Glockenturm, ich verzichte. Gämse. Ich verzichte. Wandern. Pass auf. Ach so. Ich habe, ja, nein, okay, das Ganze, okay, okay, das gekleckst. Okay, vier Hosen, okay, was soll das sein? Oha. Das, wenn du es siehst. Sind, ja, es ist ein bisschen hell, so ist besser. Ja, das okay. Fingerabdrücke, aber in aller merkwürdigen Anordnung. Was siehst du denn da? Ich? Es tut mir leid, ich sehe wieder zwei Männchen, ne? Du siehst zwei Männchen. Aber Männchen ist ja irgendwie... Ja, aber es ist, also ich dachte erst, vielleicht sind es Bälle, aber es sind keine Bälle. Schmetterling kommt hier, Spur eines Hasen im Schnee, vier Kiesel, schon wieder Musterung, schreibt jemand. Hasenscheiße, Windows ME, Motte, Hasenköttel. Hasenscheiße könnte, also Hasen, aber Hasenscheiße... Die Losung, die Losung des Hasen. Also Hasenscheiße. Moment, das habe ich von Loriot gelernt. Die Losung des Hasen. Losung des Hasen. Die Also Hasenlosung steht doch da bestimmt drin. Nee. Das ist doch ein gängiger Begriff. Aber es geht ja eigentlich darum, was ich sehe da keine Hasenscheiße, ich sehe da zwei Männchen. Ja, aber was Männchen? Dann guck halt unter infantiler Quatsch. Männer, das ist Mann und Wenn Männchen. Wenn ich da so. Männer sehe, dann sehe ich da Männer. Kennt ihr diesen alten, wo war denn das, bei Mad TV? Kennt ihr Mad TV? Ja, sieht aus wie Mann. Sieht aus wie Mann? Nee, sieht aus wie Mann. Ja, aber... Also Hirschkäfer, Rotkehlchen, das... Ja, da muss doch Männer, also man muss doch von Männern träumen können. Es muss, aber das ist doch ein Unterschied, ob du jetzt von zwei Kleckschen sagst, das sind Männchen im Sinne von Figuren. Und sind es jetzt zwei oder Männer. Mann. Ihr schreibt da Männer hin. Warum, was brauchst du jetzt da irgendwelche Männer? Ja, immer. Ich... Warum brauchst du da immer Männer? Ja. Mann. Aber es sind ja zwei. Ja, zwei, ja. Aber du musst Männer eingeben, nicht Mann. Gilt doppelt. Ja, das ist schon ein Unterschied, ob da einer oder zwei sind, finde ich. Männer. Danke. Männer. Männer gibt es nicht. Männer. Mann, Haare, Schwanger, Nachthemd, Absatz, Fehlgeburt. Was? Fragen. Vielleicht sollten wir einfach nur die Seite da vorlesen. Ich nehme Mann. Okay. Du musst das einfach verdoppeln, was du jetzt vorliest. Ja, der erste Satz lautet auch, Männer stehen in den meisten Köpfen für Kraft, Stärke und Selbstbewusstsein, Tatkraft, Aggressivität. Bewusst oder unbewusst sehnt sich jeder Mensch in gewisser Hinsicht nach diesen Eigenschaften. Mhm. Das ist jetzt... Ach du Scheiße, da ist ein riesiges Inhaltsverzeichnis. Ich gehe da mal kurz durch und du sagst ja oder nein. Mhm. Also, beobachtet werden. Nein. Hilfe. Hilfe. Angefasst Hilfe. Werden vom Typen. Nein. Ein Loch tut sich auf. Was? Pinkelnder Mann? Nein. Ein wartender Mann? Nein. Heul doch, der Traummann weint? Was? Nein. Bitte? Der lächelnde Mann? Was ist denn das für eine Seite? Ich, reden und flirten. Haben da irgendwann mehrere Männer? Kannst du noch Lüge scrollen? Lüge mit dem Rollstuhl unterwegs. Männer und Autos im Galopp durch den Traum. Wo ist er nur? Da ist er. Mann treffen, kennenlernen. Autsch. Ich glaube, Tom ist kaputt gegangen. Autsch. Ein Mann wird im Traumverlauf verletzt. Drinnen hält sich ein Mann in meinem Traum auf. Am Fenster steht ein Mann. Ab ins Bett. Man könnte da so ein Karnevalslied draus machen. Liebesverständnis von einem Mann als Traumsymbol. Als Traumsymbol. Wäre möglich. Und jetzt alle im Chat. Der Ex ist zurück. Ein Albtraum. Ohne willkommene Begegnung. Wäre möglich. Wäre möglich. Der Mann der Freundin als Kontakt im Warte, Traum. Warte, ich mach so. Und? Was denn? Ernsthaft? Was? Ja, ich habe jetzt irgendwo drauf gedingst. Ich lese es los. Geht ja nichts. Ich lese es. Jung und knackig. Ich schwöre, es steht da. Ich kann nichts. Es steht. Jung und knackig. Dafür steht der Jüngling. Ein junger Mann steht als Traumsymbol für unbändigen Tatendrang und Rastlosigkeit. Der Träumer sollte darauf achten, es mit dem Ehrgeiz nicht zu übertreiben und sich ab und zu auch mal zu entspannen. In Frauenträumen steht der Jüngling für ihre ungezügelten sexuellen Begierden, ist der junge Kerl körperlich fit und gut gebaut und trägt er einen Anzug. Sicherlich. Symbolisiert er das, zu verlangen nach... Was? Ja.
Was? Nach was? Nach was? Ich muss den Satz nochmal vorlesen. Ist der junge Kerl. Bitte, bitte, bleib bei mir. Nein, das ist wirklich, bitte, hört mir zu, denn dieser Satz ist wirklich irre. Ist der junge Kerl körperlich fit und gut gebaut? Symbolisiert er zudem das Verlangen nach Reichtümern? Ja, klar, was ja, sonst? Das ist ein bisschen enttäuschend. Ja, coitus interruptus. Ist ja gut geworden, richtig. Ach, ja. Dann willst du einfach Geld. So ein Schwachsinn. Ich bin jetzt traurig. Das hat mich jetzt frustriert. Was? Du brauchst nicht frustriert sein, du hast ja mich. So. Liebelein. Liebelein. Ich kann dir auch mein Monster mal leihen, Sophia. Mein Tintenklecks. Das klingt jetzt wenn du sehr verstörend, wenn du das sagst. Außer die, aber nicht die Ameise. Nee, die Ameise nicht. Schwester braucht kein Mensch. Aha. Afrika. Teufel. Ja. Nee, ihr seht. Achso. Teufel. Ach, Bullenkopf. Na, es ist ja mit Metallica. Mit James Hetfield hatte so einen Kettenanzug. Ist das jetzt mein Tintenklecks oder was? So, Entschuldigung. Ja, das ist ein Stier. Nein, ein Teufel. Ein Teufel. Ja, was denn jetzt? Ein Teufel. Mhm. Alexander? Entschuldigung. Teufel. Kein Einsatz. Gibt's jetzt nicht. Den gibt's bestimmt nicht. Ich muss wahrscheinlich bei Satan gucken, aber ich gucke jetzt bei Teufel. Raumschiff, Wolf, Apollo, Wolf, Teufel, Hamster. So. Mit Mundschutz. Also ich sag schon mal dazu passend. Ja. Feuer, Folter, Qual, Schmerzen. Aber wir fangen mal mit dem Teufel an. Okay. Ich gucke mal gerade. Ja, da haben wir auch heute den Rest des Abends was zu tun. Also, vom Teufel zu träumen bedeutet normalerweise, dass der Träumende mit jenen wilderen, urzeitlichen Seiten seines Selbst ins Reine kommen muss, die ihm unbekannt sind und daher Angst machen. Ja. So. Der Träumende muss sich mit diesem Teil konfrontieren und dafür sorgen, dass er für ihn arbeitet, statt gegen ihn. Dass er für ihn arbeitet, statt gegen ihn. Aha. So. Der Teufel verliert seine Macht, wenn er ihn erst einmal als etwas erkannt hat, was zu jedem Menschen gehört und mit dem man sich zwangsläufig irgendwann einmal konfrontieren muss. Kannst du mir das übersetzen? Was? Nö. Nee, okay. Teufel verkörpert jene Gefühle, Wünsche, Begierden und Leidenschaften. Begierden und Leidenschaften, die man bewusst zwar ablehnt, von denen man aus dem Unbewussten aber doch stark beeinflusst und geschädigt wird. Geschädigt? Man Schatz. Muss lernen, sie bewusst anzunehmen und zu verändern. Okay. Da hast du was zu tun nächstes Jahr. Mhm. Klingt so ein bisschen wie Augen zu. Der Traum ist Teufel der Einzige, wo kein Bullshit. Also ich meine, das ist auch Bullshit, aber ich meine, es klingt so normal. Übrigens hat der Chat gerade gesagt, das war kein Bullenkopf oder Stierkopf bei James Hetfield, sondern ein Wolf. Ich bitte um Entschuldigung, das stimmt natürlich. Also wenn du jetzt ein Priester wärst, dann könnte ich dir noch, aber das bist du ja nicht. Nee. Aber du hast ihn nur gesehen, ne? Ja, du ich habe ihn nur gesehen. Ich habe keine Beziehung mit ihm aufgebaut. Bedroht oder angegriffen hast du dich von nee, ihm? Ja, nö. Ja. Wurdest du von ihm verfolgt? Auch nicht. Bist du ein Liebenden? Was? Was bin ich? Bist du ein Liebender? Für ein... Ja. Aber was hat denn aber das nicht mit dem Teufel zu tun? Nicht den Teufel jetzt. Nein, also sehen, dann kann man nochmal sagen, man wird sich zu einer leidenschaftlichen Handlung hinreißen lassen, die man bei nüchterner Überlegung unterlassen würde. Oh. Und jetzt, jetzt muss ich gerade die Kamera, dass ich auch nicht sehen kann. Der nächste Satz ist der Knaller. Auf jeden Fall bedeutet das ein langes Ringen. Ein langes Ringen? Ein langes, leidenschaftliches Ringen. Das, okay. Schatz, lass uns heute Abend lange, leidenschaftlich ringen. Und danach denkst du drüber nach und dann war's das. Ja, genau. Super. Und jetzt aber Achtung, du hast ja gesagt, du bist ein Liebender. Ja. Ja. Obacht. Ja. Das besagt, nimm dir nichts vor. Du dich durch Liederlichkeit deiner Treue, deine Treue aufs Spiel setzt. Aha. Aha. Durch Liederlichkeit. Also, vor oder nach dem Ringen. So, junge Frau bist du ja nicht. Liederlichkeit. Jetzt gehen wir nochmal auf die Psychologie. Das ist eigentlich ein Wort, das man viel zu selten benutzt. Möchtest du die psychologische Sicht oder die allgemeine Sicht? Ich habe ein bisschen Angst, aber ich glaube, ich will, wenn dann die Psychologe, du bist ja als Psychologe, dann will ich natürlich die psychologische Sicht. Zwar glaubt heute eigentlich kein Mensch mehr an den Teufel. Als Traumbild erscheint er aber recht häufig. Mhm. Schon mal gut, bist nicht alleine. Oft ist dies bei Menschen der Fall, die ein religiöses Problem nicht verarbeitet, aber schon verdrängt haben.
Teufel weist dann darauf hin, wie wichtig die Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens für die innere Stabilität des Träumenden ist. Mhm. Da denken wir drüber nach. Bei Personen, die ein übertriebenes Moralverständnis haben, kann er auch ein Hinweis sein, dass sie das Naturhafte in sich selber stärker akzeptieren sollten. In Goethes Faust ist die Wie sagte schon was sagte schon Heidegger? Bla 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 bla. Alter. Das ist alles unfassbar. Okay. Er symbolisiert alle Kräfte, die Verwirrung, Dunkelheit und Tod bringen. Nee, alle Kräfte, die Verwirrung, Dunkelheit und Tod bringen. Das, ich glaube, ich möchte nicht, ich möchte keine Teufel mehr sehen. Nein, das macht auch gar keinen Spaß, Teufel zu sehen. Liederlichkeit. Ja. Nein, achso. Nee. Ja. Ich habe ja ein Lied gesungen. Vielleicht war es eine freudsche Seite. Idee, ja, wir müssen eine freudsche Interpretationsseite, weil da wird es nur um Sex gehen. Nein, auf jeden Fall um Sex gehen. Können wir nicht einfach aufhören? Ja, ich habe gerade ja gesagt, wer wollte denn Tintenkleckse machen? Ja. Das war vielleicht doch irgendwie eine scheiß Idee. Ja, irgendwie ist ganz lustig. Machen wir das nachher mit der Familie auch? Das machen wir auf jeden Fall nachher mit der Familie auch. Okay. Ja. Bin gespannt, was meine 12-jährige Tochter kleckst. Ohne Löschpapier, weil Löschpapier ist irgendwie... Ja, nee, Löschpapier geht nicht. Haben wir wieder was gelernt. Ja. Oh, ich habe ein Geschenk von Europa. Du sagst jetzt, wir haben keine Zuschauer mehr. Was? Europa Energy ist ein Account, der hat schon mal ein paar Abos verschenkt. Ui. Der hat gerade, ohne Scheiß jetzt, der hat der Community gerade 50 Abos verschenkt. Krass. Wow. Ach du lieber. Okay. 50! Boah. Also in Worten 50. Das ist echt eine Menge. Okay. Krass. Aus Mitleid jetzt? Oder? Damit sie sich endlich mal was Anständiges angucken können. Das ist krass. Das ist echt toll. Wow. Ja. Ist denn noch jemand da oder sind alle gegangen jetzt? Genau 50 sind. Nein. Die holen jetzt alle Tinte und Papier wahrscheinlich. Brechen bei irgendwelchen Schreibwarenläden. Hier wird sich gerade im 50er Sub-Bombe. Sie brechen bei Schreibwarenläden ein, ja. Da wird man 2021 noch viel drüber reden, über die Einbrüche in Schreibwarengeschäften in der Silvester. Unerklärlich das Ganze. Keine Ahnung. Also, wir sollten wirklich mal mit jemandem sprechen. Entweder bei wem bist du? Bei Geek-Shirts, glaube ich, ne? Sind deine Sachen? Super Geek und ich bei Get-Shirts. Wir können mal gucken, wer von denen vielleicht Lust hätte, mit uns zusammen fürs nächste Jahr ein Rorschach-Set für Silvester zu verkaufen, weil ich glaube... Ich habe jetzt wirklich gedacht, du sagst jetzt, ob die unseren Scheiß auf ein T-Shirt drücken wollen. Ja, ich habe gedacht, wie kann ich ihn davon abhalten? Meine Ameise, ich möchte bitte nicht... Was tue ich bloß? Bin dir sehr dankbar, dass du das jetzt... Auf der anderen Seite möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, was das über mich aussagt, dass du tatsächlich diesen Gedanken hattest. Was sagt es denn über dich aus? Nichts Gutes befürchte ich. Wir müssen jetzt einfach dass du mich sagen. Für komplett bekloppt hältst. Nein. Der Rest der Sendung läuft jetzt gib komplett mal die, mit dem Ball. Gib mal die Marsch. Genau. Meine Frau hat mich mal weiter. Angelächelt, ohne Augen. Mit Augen. Ich habe drauf geachtet. Nein. Doch, das kann man machen. Entschuldigung. Ich habe drauf geachtet. Das war... Ja, weil du da immer drauf guckst, ob die Augen mitlächeln. Ist dir immer ganz wichtig, dass die Augen mitlächeln. Oh Gott, tut das leid. Scheiße. Du hast erkannt, dass ich drauf gucke. Jetzt mache ich das, was ich sonst immer mache. Ist mir scheißegal, wer alles zuguckt. Ja. Liebst du mich? Ja, sehr. Gut. Du hast... Mehr brauche ich. Du hast erstens... Du verstanden, jetzt ja dass, nicht ich kommen, die, doch, dass ich auf die Augen gucke. Zweitens, das dann auch noch instrumentalisiert. Drittens, es zur Perfektion gebracht. Und viertens, gerade kaputt gemacht. Nee. Also, kaputt gut. gemacht habe ich es nicht. Nein, das hast du nicht. Wir dürfen uns auf keine Seite stellen. Nein, stand das nicht in dem Ratgeber? Du musst komplett neutral. Nee, sollst du nicht dem Gastgeber zustimmen? Also, genau. Immer, das wärst aber dann du. Wäre ich das? Wieso? Ja, wir sind naja, aber müssen wir dann Kanal? Wir dann? Also, ist mein Kanal, ja. Wir sind in eurem Zoom-Bild sehr, sehr hell, ne? Wir haben so eine Geistererscheinungsaura. Ja, das sieht aber das ein ist super, dann aus. Hat man keine Falten mehr. Da hat niemand. Seht ihr uns jetzt echt so? Ja. Ja. Ah, warte, kannst du mal bitte deine Hand vor die Kameralinse halten?
Genau, und jetzt wieder runternehmen. Ah, oh. Nein. Das ist jetzt für die, kannst du das mal erklären, damit die nicht denken? Ja, also, ihr ahnt es wahrscheinlich schon da draußen. Bei Zoom ist es ja so, dass die Kamera ausschließlich automatisch gesteuert wird, also die Blende und so weiter. Und wir sind komplett ausgebrannt in dem Bild, was jetzt Alexa und Alexander sehen und sehen aus wie eine Geistererscheinung. Ich werde das einfach nur, weil es mich stresst, ganz kurz für die restlichen, was haben wir noch, 22 Minuten beheben, indem ich einen Trick anwende, der manchmal funktioniert. Ich bin gleich wieder da. Ups, ich bin so gespannt. Ist er jetzt durch den Tisch gegangen? Schade, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Nein, er ist am Tisch vorbei. Das ist ja der Hammer. Die Illusion. Ist er am Tisch vorbeigegangen? Ja. Toll. Das sage ich dir auch immer. Ach ja, tatsächlich. Wenn ich das hinkriege. Das größte Kompliment. Kann ihr Mann das auch? Also meiner, der kann einfach so am Tisch vorbeigehen. Einfach so. Was? Man sieht jetzt dein Arm sehr präsent in der Kamera. Ich, ja. So, jetzt. Oh, jetzt ist super. Jetzt sieht man halt gleich gar nichts mehr. Das sei es zurück. So ist wunderschön. Du kannst sie ruhig abkleben, Tommy. Das ist dann schon mal. Das hört mich auch gar nicht. Hallo. 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 So. Jetzt alles wieder gut. Jetzt ist besser, oder? Ja. Ja, jetzt sehen wir wieder normal aus. Genau. Also ein Tipp vielleicht für alle dort draußen, die gelegentlich das Problem bei Zoom haben. Man muss dann entweder oben oder an der Seite oder irgendwo mit Klebeband ein kleines Dach dran machen, damit da nicht so viel Einstrahlung und Lichtinformation reinkommt. Dann sieht man immer noch ein bisschen überbelichtet, aber auf so eine charmante Art überbelichtet aus. Ja. Jetzt kann ich auch wieder sehen, ob die Augen mitlächeln oder nicht. Das ist auch so eine Eigenschaft, die hätte ich mir gerne, so ein Kompliment, du bist auf charmante Weise überbelichtet. Ja. So, wenn ich das aber jemandem sagen kann. Also, Krümelkandis schreibt, Alexander hat sich mit Absicht auf den zu kleinen Stuhl gesetzt. Nein. Nein. Das ist, und dann sieht das Jackett auch noch gerade so aus, als wäre es zu groß. Oh, das stimmt. So, warte mal. Jetzt aber. Wirf dich mal in Pose. Ja. Genau. Ah, guck mal hier. Okay. Immer natürlich. Jetzt ehrlich gesagt, Alexander, wenn du so guckst, siehst du aus wie in so einem Freizeitpark, wo dann so ausgeschnittene Figuren aus Holzbrett sind, wo man hinten den Kopf so drüber hält. So ein Foto machen. Guck mal, da kannst du ein Foto in so einem Tarnanzug machen. So. Ja, also ganz kurz mal zur Auflösung dieser Unglaublichkeit hier. Wo habe ich denn meine Maus? Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was wir hier gemacht haben, weil ich da immer so stolz bin. Moment. Ups. Das sieht alles ein bisschen merkwürdig aus in der Tat. Aber ja, genau. Wo ist denn der Tisch? Oh Gott, ist das alles weit weg. Meinst du, das interessiert jetzt irgendjemanden? Ja, also. Ich weiß gar nicht, ob so das sieht das, so sieht das aus ohne Tisch. Na, also da sieht man hinten diesen Hintergrund noch durch. Und da seht ihr jetzt auch, wo unsere Bilder aufhören. Also da hört die Bildinformation von uns allen auf. Da ist nichts mehr. Ich habe hier gar nichts mehr. Ich habe hier gar keine Auto. Darum ist der Tisch da. Ja. Der ist einfach nur da, damit wir nicht so wie die Sesamstraße am unteren Bereich des Bildes kleben. Ja, weil da wir ja vier Personen sind und schon dicht gedrängt sitzen, könnte ich ja jetzt das Bild voll machen, wenn wir jetzt unten alle am unteren Bildschirmrand wären, dann wäre oben sehr viel Platz. Man könnte oben irgendwas vorbeifliegen lassen. Die ganze Zeit. Mhm. Ja, aber das würde halt aussehen so wie, ist wieder Kermit der Frosch von den Sesamstraßennachrichten. Und da wäre halt oben so wahnsinnig viel Platz. Und deswegen ist da dieser große Tisch. Super Grobi. Könnte die ganze Zeit da durchfliegen, ja. Genau, darum haben wir das gemacht. Übrigens habe ich ein Feuerwerk vorbereitet. Aber Feuerwerk ist nicht gut. Nein, sieht Feuerwerk ist generell das, nicht gut. Das aber, schon. Aber das ist ja schon vorbei und abgefilmt. Aber ist das nicht jetzt... Also wir haben ja noch ein paar Minuten. Ja, klar. Ich wollte nur sagen, dass wir das nicht vergessen. Also, ich habe ein Feuerwerk vorbereitet. Bleib da, gleich kommt ein Feuerwerk. Genau.
Genau. Das hier einzige schreibt, in Deutschland. Celeron Merota schreibt, ohne Tisch sah der Käseigel aus wie einer von diesen Corona-Bildern. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Der Käseigel in unserem Twitch-Bild sieht aus wie... Übrigens, so ein Virus. War es sau schwierig, im Internet einen natürlich auch frei nutzbaren Käseigel zu finden. Das sind nämlich alles die gleichen Fotos. Es ist immer, also es gibt irgendwie so 4 oder 5 Bilder von Käseigeln, also zumindest jetzt, die bestellbar sind irgendwo, ja. Ja, gibt es ja von Partyservice. Und es ist immer das gleiche Ding. Und ich habe so langsam das Gefühl. Ist jemand reich geworden, weil er einmal einen Käseigel gut fotografiert hat? Nee, Multimillionär. Ich vermute, es ist anders. Ich glaube, es ist schlimmer. Ich glaube, es gibt in Deutschland eine einzige Firma, die diese Käseigel bestellt. Ja, und alle Partyservice holen sich dann bei Käseigel 24 diesen einen Käseigel-Design-Käseigel. Du kannst einen Käseigel im Internet bestellen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Was, aber der? Nein, ich sehe dauernd, also wenn ich danach google, wenn ich nach dem Bild Käseigel, ihr könnt das bitte im Chat, googelt nach Bildern von Käseigeln, dann findet ihr immer dieses Bild, für was jemanden, ich da verwendet habe. Für jemanden, der zu blöd ist, um selbst einen Käseigel, also wie ich eigentlich. Ich habe mir jedes Mal vorgenommen, einen Käseigel zu machen. Ich bin zu blöd, da hast du nur keine Zeit. Ich bin aber auch zu blöd, um mir die Zeit so einzuteilen, dass ich einen Käseigel... Bist du blöd, dir die Zeit einzuteilen? Das hat ja mit dem Käseigel jetzt kausal. Ja, aber dann bin ich ja jemand, der einfach irgendwann aufgibt und sagt, okay, jetzt bestelle ich einen im Internet, weil ich das nicht schaffe. War das nicht so, dass deine Pläne für das nächste Jahr alle in Erfüllung gehen? War das nicht irgendwie bei einem... Ja, stimmt, beim nächsten Mal Käseigel. Ja, wenn du dir das vornimmst. Also wenn das dein Plan ist. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass es den Pärchenabend einfach halt immer ohne Käseigel gibt. Das ist ja einer vielleicht da. Passiert irgendwas Schlimmes, wenn ich einen Käseigel mache. Madame geht unter oder sowas. Madame Lila Grün fragt, wo stecken die Piekser mit Käsewürfel und Garnitur eigentlich drin? Also bei diesem Käseigel, den ich da im Internet gefunden habe, scheint es so zu sein, als wäre das... Ein Mett. Nein. Ist so ein Bergmett. So ein Bergmett. Und das schmeckt, kann ich schon sagen. Es ist innenrot, Ei drin. Nein, es ist aus Überraschung mit Senf. Nein, es ist... wird auf so einem großen Brötchen geliefert. Von einem Typen, der stinkt wie 20 Meter Zwiebelfeld. Nein, also, können wir bitte mal ganz kurz... Es ist... Also morgen die Traumdeutung, die wird arg. Das ist ganz schön. Das ist, wenn du Kölsch redest, das ist einfach, es rührt irgendwas in mir an. Ich kriege einen total. Vorhin habe ich die ganze Zeit, habe ich den Kalmund vor Augen. Und der Kalmund, der auf so einem Riesenbrot nach Zwiebeln stinkend. Käseigel. Ich wollte sagen, dass dieser Käseigel, der ist. In so einem, ich könnte es nicht sagen, das ist so ein Geschirr. Also, das ist. Nee, es ist was? So ein. Nein, es ist ein Geschirrstück. Styropor, oder? Nein, es ist ein dafür Kunststoff. Gemachtes Kunststoff aus Keramik oder was? Nein, wir hatten. Danke. Wie eine Suppenschüssel. Nein, wir hatten das früher aus Kunststoff. Das sah aber aus wie was? So ein. Dann nimmt man doch, einen halben Kohlkopf. Es ist aber hergestellt. So, meine danke, Mama, Alexander. Meine Mama hatte früher ein Käseigel. Ein Käseigel gerüst. Das sah aus wie so ein Fliegenpilz. Doch, das sah aus wie so ein Fliegenpilz. Genau. Ja. Oben rot, unten weiß mit so einem Ständer. Nein. Lass den Mann doch mal. Das kann nicht sein. Mit Löchern ist das und der Ständer ging so ein bisschen wieder unten auf, ja. Weil da konntest du oben in die Löcher, also der Pilz hatte dann oben so Löcher, wo die Stäbchen reinkamen. Oh. Und dieser unten, dieser leicht erhöhte Rand war dafür, dass du die Stäbchen da unten reinlegen konntest, okay. Damit du die Wohnung nicht vollgesaut hast. So, ja. Und dieses Ding, was ich da gegoogelt habe, sieht aus wie ein Pilz, aber wie ein Champignon, weil es nämlich komplett weiß ist. Und da sind Löcher drin. Und ich glaube, das ist auch so Partyservice-mäßig, weißt du, weil die jetzt nicht extra einen Kohlkopf irgendwie einwickeln, sondern die haben halt so extra Käseigel-Halter-Geschirr. Ich verstehe es nicht. Warum jetzt? Wo? Also ich habe da ein Gestell. Nein, einen Pilz. Stell dir einen großen weißen Pilz vor. Aber ich habe doch die Käsegedöns-Dinger mit Trauben oder Oliven oder was immer. Die stecken doch. Was. Da habe ich doch so Zahnstocher. Ja. Und wo tue ich die Zahnstocher? In Löcher. Da sind Löcher. Aber ein Igel hat doch auch nicht so einen Fuß. Ich meine, das ist doch dann ein Käse. Dann ist es ein Käse. In einen... Wenn ich jetzt, aber wenn es ein Käsepilz und kein Käseigel. Käsepilz klingt aber nicht so lecker. Wie ist denn das, wenn ich einen Bildschirm jetzt freigebe? Explodiert denn das Universum? Wenn du jetzt einen Bildschirm freigibst, dann... Doch, mach es. Ich will wissen, was passiert. Dann schwebt jetzt das Feuerwerk. Der Horst hat die Freigabe verhindert. Du hast mir das nicht freigegeben. Das bin ich. Ja, du.
Ich habe es verhindert. Vielleicht habe ich das gemacht. Vielleicht ist es auch deaktiviert, besser so. Weil in der Sitzung wahrscheinlich sonst wird es nichts. Du musst es bildlich beschreiben, was du gefunden hast. Genau. Das habe ich auch gerade beschrieben, Alexa. So sieht das aus. Du hast nicht beschrieben, du hast gedeutet. Da. Hier, so. Ja, sein Pilz. Das erinnert mich an Buck Rogers. Wie hieß dieser komische Roboter nochmal? Bei Buck Rogers? Der hatte auch so einen komischen... Genau, Bidi. Genau, der. So sieht das aus. Twiggy. Ja, genau. Twiggy. Ich könnte jetzt Tommy das über den Chat von Zoom schicken und vielleicht kannst du es teilen. Moment. Ah, das ist super Technik. Live-Technik ausprobieren in der Sendung. Das macht Spaß. Ja, da kommt irgendwas. Ich habe so Angst. Ich auch. Aber dann wissen wir, ob das geht. Das würde die Sendung auf ein ganz neues Niveau heben. Frohes neues Jahr. Bis bald. Es hat geklappt. Okay. Genau. Das sieht ja mal scheiße aus. Ja, unser war elaborierter, den wir früher hatten. Aber so kann man sich das vorstellen. Wir machen tatsächlich gerade... Ein Käsepilz. Wir machen gerade... Werbung für Käseigel. Käsepilz. Käsepilz. Wie komme ich denn jetzt da wieder weg? Ah, so, okay. Das ging ja leicht. Ui, okay. Toll. Ja. Dass es ging. Ja. Also, und sah so scheiße. Ja, aber das ist das, genau. Das ist dieses Ding, was auch bei uns hier auf dem Tisch steht. Also wenn ich jemals einen Käseigel herstelle, dann mache ich das so, wie sich's gehört. Nämlich so, wie Alexa gesagt hat, auf einen Salat oder auf einen Kohlkopf oder irgendwas, wo man das dann einfach... Genau, weil die kluge Hausfrau mit Kittelschürze dann nämlich am nächsten Tag mit dem halben Kohlkopf noch irgendwas Schönes kochen kann. Dann hat man nämlich keine... Genau, dann gibt es dann deine Lieblingssuppe, die Kohlsuppe. Oh Gott, ich würde den ganzen Tag nur... Ich wär einfach ein Gasballon den ganzen Tag. So würde ich durch die Räume fliegen kommen die Blähungen, und ab und zu an Wänden abprallen. Und dann hier so unser Treppenhaus hoch... Schatz, mach die Fenster zu! Ja? Jetzt ist es nicht mehr weit zum Böllern und Knallen, sehr wo gut. Wir schon mal thematisch also da unserem. Angekommen sind. Genau, wir müssen mal hier so langsam und hier. Serotonin schreibt, Tommy Krabweis, man kann auch Alufolie knüllen und Piekser da reinpieksen, das passt gut zu 2020. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben jetzt gar keinen... Jahresrückblick-Gedönse was gemacht. Stimmt. Nee. Stimmt. Kann ich aber machen. 2020 war eindeutig das Jahr des Schieferuntersetzers. Ja, das stimmt. Das schließt sich dann. Und ich denke, das geht auch ganz schnell, so ein Jahres. Ja. Und ich denke, da die ganze Zeit, es gibt doch den Song The Year of the Cat. Von wem ist denn das nochmal? Nicht Cat Stevens. Nee, eben nicht. Das ganz sanfte Stimme, Gott, wie heißt der? The Year of the Cat. Ja, und da passt halt The Year of the Schieferuntersetzer. Aber es ist auch irgendwie schade, dass das Jahr des Schieferuntersetzers jetzt vorbei ist. Ja, was kommt was wohl wird denn dann wohl nächstes Jahr? Al Stewart. Jahr des Schlüsselanhängers. Dankeschön. Das Lesezeichen. Al Stewart war's. Danke, Cillar und Merota, für die Stufe 1 Abo-Geschenke. Vielen, vielen Dank. Wow. Dankeschön. Krass. Ui. Danke. So viele. Ach, das ist toll. Al Stewart war's. Dankeschön. Ja, also ich muss sagen, dass ich jetzt so langsam schon, haben wir heute festgestellt, wir sind so ein bisschen genervt jetzt schon von diesem 2020 war ja voll scheiße und bla. Auch wenn es jetzt nicht das geilste Jahr war, irgendwie... Ich fand das ganz gut. Ja, aber irgendwie fand ich es nervig. Es hat tatsächlich Michael Bierbeck, ein Autor und guter Freund von mir, leider kann ich es ja, also guckt einfach, den findet man irgendwo. Er hat geschrieben, wenn man keine Schmerzen hat, dann ist das eigentlich die Definition von glücklich sein. Und ich finde, er hat es viel, viel schöner geschrieben. Ich finde es tatsächlich, also klar war das jetzt ein schwieriges Jahr und ein Scheißjahr, aber wir sind alle noch da und es war auch nicht alles schlecht an dem Jahr. Ich habe ganz, ganz viele wundervolle Sachen erlebt in dem Jahr und bin für ganz, ganz viele Sachen dankbar und mag jetzt nicht sagen, 2020 war scheiße, weil das war es einfach nicht. Also es war es nicht für mich und für alle, die da sind und ich muss es jetzt so sagen, fließend Wasser haben und Strom und also Sachen, die wir für selbstverständlich halten, dann war es halt irgendwie doch ein geiles Jahr, klar, wenn weil du, wir all das haben. Je nachdem, wo du diese Grenze eben setzt, ab wo du sagen würdest, da würde es mir schlecht gehen. Wenn, na, also klar, der zwischendurch ging es mir schon schlecht und ging es uns allen schlecht und das will ich auch gar nicht kleinreden, aber ich finde dennoch, dass man nicht sagen kann, das ganze Jahr war scheiße. Also man kann sagen, aber ich würde es jetzt für mich nicht sagen.
Jetzt haben wir die Warte von der Markuft, Menschen, die jetzt ihren Job verloren haben, die vom Existenz ausstehen und so. Für die war es natürlich ein deutlich beschisseneres Jahr als jetzt für uns, die wir irgendwie auch mit unserer Arbeit so weitermachen konnten im, im Großen und Ganzen. Das definitiv. Ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber meine kluge Frau sagt immer mal wieder, dass wir halt später von Weltgeschichte erzählen werden. Also so in, da würde jetzt natürlich der McPete, der gerade in McDonald's arbeiten muss, anstatt aufzutreten, sagen, könnte ich auch darauf verzichten. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Es ich will das nicht kleinreden, aber also ich finde grundsätzlich so alles, was ins Extrem reinreicht, ein bisschen fragwürdig. Also man kann jetzt nicht sagen, das war ein super Jahr, weil wir es überlebt haben. Also kann man auch und vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Aber und das andere Extrem wäre zu sagen, das war ein totales Scheißjahr, weil ich glaube auch für den McPete gab es schöne Momente, zum Beispiel als du den Song für ihn gemacht hast. Ja, gab dann wieder einen Scheißmoment, als er gemerkt hat, tausende Leute haben ihn sich auf YouTube angehört, aber nur 50 gekauft. Das Jahr der schiefer Schlüsselanhänger. Auf jeden Fall, schreibt Cat Blues, waren die Ferngespräche, eure anderen Formate, das Beste an diesem Jahr. Vielen Dank. Danke. Das ist doch schon mal toll. Ich fand es gut, schreibt Artemis Vintage, denn es hat mich hierher geführt. Daniel Federkiel, 2020 werde ich mir merken, es ist das Jahr der Ferngespräche. Basta. Wow. Monika Kreusel auch, es gibt die Ferngespräche. Antiqui, zumindest hat uns 2020 Ferngespräche geschenkt. Artemis Vinte schreibt übrigens Hashtag Sophia loben. Dankeschön. Halbzeit 1965. Ohne 2020 wäre ich nicht auf den Kanal aufmerksam geworden. Simonius, wir sind hier gelandet und ich habe in den letzten Wochen und Monaten auf Twitch wundervolle Leute kennengelernt. Europa Energy, Hashtag Ferngespräche 2020 sind genial. Also wir werden hier... Wir haben hier auch keine Erdbeben alle 20 Minuten, schreibt Mingo 713. Da, eben. Er hat mich verstanden. Kommt immer darauf an, wo man die... Genau. Genau. Okay, Rabenhörst schreibt, ich fand jedes Jahr scheiße, aber ich habe immerhin überlebt und das ist die Hauptsache. Natürlich kann man das... Völlig legitim so. Kann man auch so machen. Leuchtscheuche schreibt, es war ein völlig anderes Jahr. Das ist Eli Bell schreibt, die Ferngespräche haben mich in gewisser Weise gerettet. Holla, gerade durch die echt harten Zeiten in 2020. Das ist wirklich sehr, also das ist eine große Ehre. Vielen Dank. Also ich war ja nur bei einem Ferngespräch dabei, deswegen kann ich das auch so sagen, weil ich habe sie mir alle angehört und ich kann das unterstreichen, dass mich das, mich hat es auch gerettet. Einfach. Ich habe dich gerettet. Ja, das sowieso. Aber, aber auch so, die Ferngespräche einfach zu sehen und zu hören, da gibt es vernünftige Leute und diese Community, die so wahnsinnig, wahnsinnig toll ist. Das hat mich auch gerettet. Ja. Würden wir auch gerne sagen, war aber eine scheiß Arbeit. Es war echt eine Arbeit, dich zu retten, Schatz. Wow. DJ Mr. G schreibt, 2020 war das Jahr, in dem ich diesen Kanal und die beste Bubble gefunden habe. Das Jahr hatte was Gutes, alle loben und knuddeln. Wildmix loben, ich habe die Wildmix und Godzilla. Jetzt ist ja Wahnsinn. Oh, Talk da schreibt, ich habe im November endlich wieder Arbeit bekommen. Yay. Bam. Yay. Der Halbjurist, genau, Sophia loben, Wildmix. Dutchman64TV, dank euch war 2020 nicht komplett bescheiden. Oxilla loben, schreibt Simonius. Oh. Kaspar David Niedlich hat ein signiertes Mara-Buch gewonnen. Highlight des Jahres, er hat noch nie was gewonnen. hat es nicht gewonnen, das muss man sagen, er hat es geschenkt bekommen. Genau, richtig. Pixelfee83 schreibt, vor allem hört der doofe Kram ja nicht auf, nur weil ein Jahr vorbei ist und ein neues anfängt. Das stimmt natürlich auch. Nathalie Silber sagt, ich mochte das Jahr, es gab viele neue Erfahrungen, auf die man hätte verzichten können. Aber das ist eine gute Einstellung. Aber vielleicht bricht das ja im Schulsystem einen Wandel. Das wird in ganz vielen Bereichen einen Wandel, glaube ich. Es ist ja gar nicht auf. Lazy Frosch, ohne 2020 wüsste ich nicht, welcher verrückte Bayer Bernd das Brot. Tupfenteufel war für mich war 2020 eines der besten Jahre. Homeoffice hat sich bei uns im Office durchgesetzt. Mein Hund ist super erzogen und die Menschen mochte ich noch nie. Außer diese hier, denn die sind alle bekloppt. Ui. Zilla und Merota, 2020 hatte zwei gute Sachen, diesen Kanal, vielen Dank dafür. Und dass ich in meinem persönlichen Umfeld keinen Corona-Fall hatte. Mhm. Oh, ja. Seht doch mal an. Es gibt euch, also war nicht alles schlecht. Collarspin, die Ferngespräche und Hoxilla-Podcasts haben mir durch das Jahr geholfen. Danke dafür. Danke. Mimbutski, ihr Lieben, meine Tastatur springt gerade rum. Es tut mir leid für die ganzen Subs, die jetzt in der Viertelstunde reinkamen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für euren Support. Okay. Also, ich glaube, Mimbutski, wenn bei dir mal einmal in 9 Monaten kurz mal was nicht funktioniert, dann ist das völlig in Ordnung. Also das geht, wir müssen lasst das nachher lesen. Es ist zu viel. Ja. Es ist zu viel. Das Glas erheben. Lass uns das Glas auf den Chat erheben. Ja, in den letzten 3 Minuten mache ich jetzt das Feuerwerk an. Oh ja. Warte. Juhu. So, hier.
Sophia. Ich sitze davor, oh nein. Aber es ist ja draußen. Es ist ja draußen. Du musst dich mehr passieren. An den Alexander schmiegen. Aber so? Ja, geh mal darüber, da kann man mehr. Ja. Oh, jetzt sehe ich, was für einen Riesenkopf der Alexander da heute hat. Nee, das ist mir zu anstrengend. Wow. Oh, Feuerwehr. Ja. Ein nicht stinkendes Feuerwehr. Oh, ja. Was hast du denn da? Ist das noch von deiner Musterung? Ich habe gerade gedacht, dass dieses Glas ist nicht echt, sondern es ist so ein reingedingstes. So, ihr Lieben da draußen, 2 Stunden haben wir... Sag mal, Herr Kappweiß, was haben Sie da für eine Flasche daheim? Geheim. Also, auf euch, liebe Zuseher und Zuseherinnen, auf die 433 Sichtbaren und die vielen Unsichtbaren, ihr wart großartig in diesem Jahr. Für euch machen wir das und für uns. Prost. 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 Und ein zweites Mal erhebe ich meinen Krug auf euch, Hoxilisten. Ja, ihr seid großartig, dass wir jetzt da über und durch Corona tatsächlich Menschen gefunden haben, von denen ich sagen würde, dass es Freunde sind. Das muss man sich mal vorstellen, weil ich mag das eigentlich nicht so gerne. Auf euch. Oh, vielen Dank. Geht uns aber genauso. Dito. Auf euch. Ich hab auch keine. Schnell weitermachen. So. Weitermachen. Ich schau mal kurz die Traumdeutung unter Freunde. Nicht, wenn ich Champagner im Mund habe. Champagner. Echter Champagner. Ihr habt jetzt Champagner in diesen. Das ist tatsächlich. Champagner im Mund. In diesen komischen Gläsern jetzt. Wir müssen mal richtig. In einem guten Haushalt. Ich habe mir ja vorgenommen, für das neue Jahr, ich nehme mir ja eigentlich nie was vor, aber dieses Jahr nehme ich mir was vor. Ich werde dir einen undurchsichtigen Bierkrug schicken, damit ich die Blöre nicht immer sehen muss, die du trinkst, Alexander. Das ist mein Vorsatz für nächste Jahr. Darf ich da vielleicht gewöhnt was Positives anschließen, weil ich fand das ein bisschen negativ. Wieso? Nein. Nathalie Silber schreibt, ihr habt mich zum Glück aufgefangen und dafür gesorgt, dass man sich nicht so allein fühlt. Jedes Mal ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert und dabei konnte man noch was lernen. Danke euch allen, Hashtag ihr seid toll. Und darauf kann ich jetzt wirklich gar nichts mehr sagen. Nee. Hm. Schön. Doch, danke. Danke. Das ist danke, so schön. Danke euch. Ihr seid super. Und danke dieser, ich finde es so toll, dass ich jetzt sagen kann, diese Community. Ja. Mein Mann hat eine Community. Community? Ja. Das muss dazu sagen, so sagen, Community. Dass die 12-jährige Tochter da immer Witze drüber macht und sagt, ja, da rede ich da mit meiner Community. Nicht, dass sie eine hätte, aber sie macht halt immer Witze darüber. Was ich übrigens sehr erfrischend finde nebenbei. Ja, tolle Tochter. Und es ist lustig, dass wir wirklich eine haben. Ja. Jetzt. Ja, du hast. Ja, eine Tochter oder eine Community? Beides. So, es ist 22 Uhr, wir müssen pünktlich aufhören, weil jetzt werden gleich Burger gemacht hier in diesem Haushalt. Sehr gut. Und ihr vegetarische. Beiden, vegetarische Burger. Und ihr baut weiter Lego? Oder? Nee, wir saufen den Champagner in den Rest. Genau, jawohl. Noch einen auf die Lampe gießen. Guter mal schön einen auf die Lampe gießen. Guter Plan. Ihr Lieben da draußen, vielen Dank, dass ihr mit uns hier rumgefeiert habt. Das ist echt toll. Wir schauen jetzt noch ein bisschen unser virtuelles Feuerwerk an. Das ist so schön. Das hast du so schön über Tommy. Ja. Heidenarbeit, das zu organisieren. Die Arbeit hat sich gelohnt. Für wen? Ja, danke dir. Danke dir. Für diesen Kanal und für das Feuerwerk und für... Alles. Ja, ein dickes Fettes, danke. Und für die Nachricht im März sollen wir nicht mal eine Sendung machen. Krass. Eine. Magst du mal einmal, wollt ihr beiden nicht mal einmal, wir wollen mal so über Corona reden. Wahnsinn. Also, frohes Neues euch da draußen, jetzt erst recht. Guten Rutsch, habt's schön. Bleibt gesund. Bis nächstes Jahr. Ich suche jetzt den Button. Den Button. Ja. 3, 2, wink. Tschüss. Wink du auch.